Ja, dann sage ich allen erstmal auf einen Schlag einen schönen guten Abend. Auf meinem Bildschirm alles Stock, SPD-Unterbezirksvorsitzender, Mitglied des Landtages, Herr Günther von der ABU, André Stinka, Mitglied des Landtages und dort auch agrarpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, mein Bundestagskollege Rainer Spiegel, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Frau Beckers von der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz und es fehlt noch Herr Lehmkühler vom Landwirtschaftlichen Kreisverband. Ich hoffe, dass wir nicht sagen müssen, Lost in Space, weil Zugriff hat er. Wir wollen mal schauen, vielleicht ist es ein technisches Problem, er kommt noch dazu, wir werden sehen. Deshalb allen herzlich willkommen, auch denjenigen, die uns in den diversen sozialen Medien sich zugeschaltet haben und bei dieser Diskussionsrunde, dieser Gesprächsrunde dabei sind. Wir haben sie kurz und knapp genannt, Landwirtschaft und Insektenschutz. Man hätte auch schreiben können, Insektenschutz und Landwirtschaft. Darin verbirgt sich eine gewisse Gegenüberstellung. Oder andersherum, das, was wir ja mit Blick auf den Koalitionsvertrag auf Bundesebene in der letzten Zeit auch schlichtweg versucht haben und versuchen müssen, ist, zwei Themen miteinander, ich sag mal, zu verheiraten. Und zwar so zu verheiraten, auf Neudeutsch oder auf Altdeutsch heißt das, einen Kompromiss zwischen unterschiedlichen Interessen zu finden, die ja gerade auch im Kreise Soest zu intensiven Diskussionen geführt haben. Auch in Berlin, ich denke noch morgen, morgens auf der Straße stehend, auf dem Wege zum Bundestag, viele große landwirtschaftliche Gerätschaften fuhren an mir vorbei. Weil das natürlich auch in Berlin, es war sehr laut, es war sehr intensiv, es war sehr heftig, aber das hat mir nur gezeigt, auch wie intensiv die Diskussionen sind und wie tief auch Interessen zum Teil aufeinanderstoßen, die wir zusammenbringen müssen, weil die Problemlagen ja nun so sind, wie sie sind. Jetzt sehe ich, dass Herr Lehmkühler auch zu uns kommt. Er stellt eine Verbindung her und wird dann gleich eben auch stoßen. Ja, deshalb zwei gegensätzliche Themen, die sich gegenüberstehen, meint man, aber wir müssen sie zusammenbringen, weil wir leben alle in dieser einen Welt und wir leben alle in dieser und mit dieser einen Umwelt. Es gibt da sehr unterschiedliche Interessen, die man zusammenbringen muss, damit man einen gemeinsamen Weg nach vorne findet. Klassische Aufgabe von Politik, wenn wir auf der Bundesebene an dem Thema Gesetze machen, auf der Landesebene, wenn es in Verordnungen geht, sind es immer Interessensgegensätze, mit denen man zu tun hat. Guten Abend, Herr Lehmkühler. Schönen guten Abend, entschuldigen Sie die Verspätung, aber mein Programm wollte nicht hochfahren. Er hat nun schon gedacht, hoffentlich ist er nicht Lost in Space irgendwo, sondern kommt noch. Das hat ja auch technisch dann funktioniert. Wir sind schon mal angefangen. Ja, gerne. Eingangs gerade skizziert, die Gegenüberstellung der Themen Insektenschutz und Landwirtschaft zeigt eigentlich, dass es ein Gegenüber gibt, dass es aber mit Blick auf die Entwicklung nach vorne auch ein Gemeinsam geben muss. Das ist die klassische Aufgabe von Politik, auch Kompromisse zu finden, wenn es um Interessen geht oder vielleicht auch um dieselben Interessen. Aber das gemeinsame Interesse muss sein, da voranzugehen und daran arbeiten wir ja schon eine ganze Zeit. Auch mit sehr intensiven und heftigen Diskussionen. Das gehört alles mit dazu. Das ist ja auch kein Problem. Am Ende kommt es darauf an, dass man zusammenkommt. Deshalb heute Abend, ja, die Fragen, wie geht es eigentlich weiter? Wo sind wir angekommen? Wie geht es weiter? Wie geht das auch in dem Kreise, im Kreise Soest weiter, wenn es um Umsetzung von Regelungen und Maßnahmen geht? Weil am Ende sind es dann auch die Praktiker und die Praktikerinnen vor Ort, die damit umgehen, die damit umgehen müssen, die einen auf ihren landwirtschaftlichen Betrieben, die anderen in der Kommunalpolitik, in der Umweltpolitik, das, was dort formuliert ist, dann auch sagen wir mal, in die Realität umzusetzen, wie gesagt, das nach vorne zu bringen. Ich würde an dieser Stelle einfach mit meiner Eröffnung enden, weil ich glaube, es kommt auf das Gespräch miteinander an und all diejenigen, die uns auch zuschauen, herzlich bitten, die
die Chat-Funktion zu nutzen, so Sie denn hier bei Zoom dabei sind, um uns auch Fragen zu stellen, an Beiträge dazu zu liefern, die ich in den Folgen wiedergeben werde oder auch über unsere Regie wiedergeben werde. Also meine erste Frage wird an den Rainer Spiering. Wo sind wir eigentlich im Moment konkret angekommen? Was ist der Stand heute? Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ja, lieber Wolfgang, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde auch toll, dass die Kollegen aus dem Landtag dabei sind. André und ich, wir kennen uns ja schon lange. Ich, Wolfgang, entgegen der Regie würde ich mal folgenden Vorschlag machen, weil ich jetzt eigentlich täglich in diesen Schalten mit den unterschiedlichen Verbänden der Landwirtschaft bin, gleichwohl auch mit den unterschiedlichen Verbänden der Naturschutzverbände. Und ich würde vielleicht Herrn Leimkühlen bitte aus seiner Sicht darzustellen, wo er glaubt, wo die Druckstellen sind, wo Verbesserungsbedarf ist, wo Veränderungsbedarf ist. Ich hätte auch gerne von ihm ein Zitat erklärt. Ich habe gelesen, gerne hätte man in Berlin Fachverstand mit eingebracht. Das sei nicht möglich gewesen. Das ist für mich ziemlich irritierend, aber ich höre mir das sehr, sehr gerne an. Auch sehr interessiert. Und vielleicht würden auch die anderen Diskussionsteilnehmer ihre Sicht der Dinge darstellen. Dann kann ich das mal versuchen, das, was du von mir erwartest, nachher zusammenzubinden und dann bei den einzelnen Stellen sagen, wo wir sind. Denn Wolfgang, es geht ja heute Abend ganz bestimmt nicht nur ums Insektenschutzprogramm, sondern es gibt ja viele, viele Stellen, die der Landwirtschaft auf der Seele drücken, wo man allerdings auch sagen muss, auch den Naturschutzverbänden drückt vieles auf der Seele. Und heute Nachmittag war ich in der Schalte mit dem Fleischerfachverband, dem drückt auch vieles auf der Seele. Und es geht immer um das gleiche Thema. Und deswegen meine Bitte, vielleicht machen wir es jetzt mal ein bisschen umgekehrt. Und vielleicht sagt auch André aus Sicht des Landes Nordrhein-Westfalen, wo er glaubt, dass Veränderungspotenzial ist. Und dann kann ich das versuchen zusammenzufassen, wenn das in deinem Sinne wäre. Ein Gespräch lebt vom Gespräch. Und deshalb führen wir ein Gespräch. Also ich bin da sehr mit einverstanden. Da würde ich auch dann Herrn Lehmkühler bitten und dann aber auch Herrn Drücke und Frau Beckers und dann auch den André Linker da vielleicht anleiten, ein paar Sätze zu sagen. Ja, danke, Wolfgang. Gerne, Herr Lehmkühler. Ja, Herr Helmich, erstmal darf ich mich auch bedanken dafür, dass ich eingeladen bin zu diesem Gespräch. Wenn ich jetzt auch ein paar Minuten zu spät gekommen bin, lag es eben an diesem technischen Problem. Das finde ich sehr nett von Ihnen, dass Sie solche Gespräche zustande bringen, anleiern. Denn, wie Sie gerade sagen, Gespräch lebt vom Gespräch und am besten ist, man spricht zusammen miteinander und nicht übereinander. Von daher erstmal vielen Dank. Und zum Statement, was man jetzt von mir hören möchte, würde ich als erstes sagen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wenn wir Menschen die Natur nutzen, und das tun wir Bauern ja natürlich berufsmäßig, dann müssen wir der Natur auch was zurückgeben. Ist ganz normal, wenn man irgendwas nutzt, dann entsteht nicht unbedingt ein Schaden, dann hat man es übertrieben, aber es entsteht eine Belastung für die Natur. Und da müssen wir einfach auch bereit sein, der Natur was zurückzugeben. Das ist in der Vergangenheit bei vielen Bauern nicht so richtig klar gewesen, aber ich habe immer versucht und bleibe auch dabei, denen das so nahe zu bringen, wie es eben geht. Wir sind als Landwirte natürlich in einer Rolle, wo wir vieles gleichzeitig machen sollen und aber auch müssen. Wir sind je nach Situation der Gesellschaft immer besonders für irgendeine besondere Aufgabe wichtig. In der Nachkriegszeit, da ging es nur darum, Kalorien zu produzieren, um die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und das haben wir dann auch so gut gemacht, wie es eben ging. Jetzt ist natürlich nach vielen Jahren der optimalen Herstellung von Nahrungsmitteln, wir hatten ja zwischenzeitlich sogar totalen Überfluss, den man gar nicht verteilen konnte. Es war eigentlich kein Überfluss, nur die Verteilung war das Problem. Jetzt sind wir in einer Situation,
wo man gemerkt hat, wenn man es übertreibt in der Natur, dann muss man auch sehen, dass man da wieder einen Ausgleich schafft. Und da stehe ich auch für ein und das werde ich auch weiterhin so betreiben. Bleibe aber auch dabei, dass wir gerade hier auf unseren super Böden im Kreis Soest, die Soester Börde, die ist uns, glaube ich, auch von der Natur geschenkt worden, um die Nahrungsmittelsicherheit zu erreichen. Und deswegen meine ich eindeutig, dass diese ertragreichen Böden auch vorrangig für die Ernährung der Bevölkerung, für die Ernährungssicherheit der Bevölkerung zuständig ist. Aber gleichwohl kann man das verbinden mit den Maßnahmen, die Natur auch was zurückzugeben, wie ich das eben gesagt habe. Und diese Streitpunkte, die wir seit vielen Jahren zwischen denjenigen, die Nahrungsmittel erzeugen und denjenigen, die sich darum kümmern, die Natur aufrecht zu erhalten, das ist ja eigentlich ein Abwägungsprozess. Wo ist jetzt das richtige Maß? Wo übertreibt man es nicht in die eine und auch nicht in die andere Richtung? Und dieser Abwägungsprozess ist eigentlich immer das, was wir so als Streit empfinden. Wo dann der richtige Weg ist, na, das ist eben das Ergebnis unseres jeweiligen Diskussion. Ich weiß nur, wenn wir die Ernährung hier auf unseren guten Böden, wenn wir unsere guten Böden hier nicht für die Ernährung nutzen, dann muss die Ernährung ja irgendwo anders stattfinden. Das geht ja gar nicht anders. Die Menschen ernähren sich und solange sie sich so ernähren, wie sie es jetzt tun, ziemlich überflüssig, kann schon sein, solange müssen diese Nahrungsmittel irgendwo produziert werden. Werden die nicht hier produziert, auf unseren ertragreichen Böden, wo es mit wenig Ressourcenverschwendung auch funktioniert, dann werden die irgendwo anders produziert. Und das geht dann vielleicht auch. Wenn ich aber denke, dass man das in Spanien machen würde, dann brauchen wir da jede Menge Wasser, was da knapp ist. Und andere Nachteile, die sich da ergeben. Naturschutz gilt da nicht so vorrangig, wie es hier in Deutschland ist. Da gibt es dann andere Nachteile. Man verschiebt dann sozusagen das ganze Prozedere. Und das ist also ein Grundsatz, dass ich also sage, wir müssen Lebensmittelproduktion und Naturschutz so zusammenbringen, dass beide vernünftig miteinander leben können. Und wenn wir jetzt mal konkret zu dem Insektenschutzprojekt, sage ich mal, kommen, da waren die ersten Vorschläge wirklich sehr, sehr extrem. Und vielleicht ist auch da mein Zitat entstanden, was eben von Herrn Spiering vorgetragen wurde, dass da der Sachverstand fehlt. In Berlin will ich mal dahingehend ein Beispiel geben, dass es mit so einer pauschalen Verbotspolitik, wir spritzen mal die Flächen nicht mehr mit Unkrautmitteln und Insektiziden und dann ist die Welt in Ordnung. So einfach ist es leider nun mal nicht. Denn in irgendeiner Form ist es ja trotzdem dann da, wo man Nahrungsmittel erzeugt, wichtig, dass man die Wildkräuter dann auch irgendwo im Rahmen hält. Da macht man es eben nicht auf chemischen Wege, da macht man es auf mechanischen Wege. Was natürlich auch funktioniert, aber eben dann verschiedene Nachteile hat. Vogelschutzgebiet, habe ich glaube ich, oder ist hier glaube ich jedem bekannt, sind die Bodenbrüter und die vertragen diese mechanische Bearbeitung gar nicht so gut. Wird sogar gesponsert mit Vertragsnaturschutz, dass man diese Ackerarbeiten reduziert. Aber noch viel schlimmer, wenn wir an Klimaschutz denken, ist jedes überflüssige Ackern eigentlich klimatechnisch ein Nachteil. Und so komme ich zu dem, dass Landwirtschaft eben viele Sachen gleichzeitig machen soll und da stößt man dann schon mal in Zielkonflikte rein. Von daher hat dann am Ende doch noch der Sachverstand in Berlin eingeschaltet, sage ich dann mal. Und man hat dann kapiert, dass diese pauschale Verbotspolitik keinen Sinn macht, besonders da, wo man schon jahrelang mit dem kooperativen Zusammenarbeit mit Naturschutz schon einiges erreicht hat. Aber sicherlich noch viel weiter erreichen muss. Und ich bin mir vollkommen sicher, wenn man diese Verbotspolitik einrichtet, führt es zu einem dermaßen schlechten Klima bei denen, die eigentlich den Schutz der Natur auch umsetzen sollen, gleichzeitig mit der Ernährung, nämlich den Bauern,
wenn das Vertrauen in die Politik verloren gegangen ist, dass das so schlechte Auswirkungen hat auf andere Regionen auch, nicht nur hier auf die Region, dass man am Ende dem Naturschutz auch nur ein Eigentor geschossen hätte. Gott sei Dank, denke ich mal, ist unsere kooperative Arbeit in den letzten Jahren auch belohnt worden. Ich habe den Bauern bei jeder Versammlung gesagt, Leute, wir müssen freiwillig was machen, wir müssen Vertragsnaturschutz betreiben. Das wird uns am Ende helfen, wenn es irgendwann mal darum geht, Ordnungsrecht einzuführen. Und Gott sei Dank hat das jetzt auch gefruchtet. Sonst hätte mir kein Bauer mehr irgendwie noch einmal was geglaubt, wenn ich gesagt hätte, betreibt Naturschutz, es hilft uns am Ende. Und ich denke, wir haben nach dem jetzigen Stand der Dinge, soweit ich den weiß, das Gesetzesverfahren ist ja noch nicht ganz beendet, denke ich, haben wir mit der Lösung, das Vogelschutzgebiet rauszunehmen aus diesem Herbizidverbot, glaube ich, genau das Richtige gemacht, auch im Sinne des Naturschutzes. Wir wissen alle, das Ordnungsrecht hätte auch den Bauern die Fördermaßnahmen genommen. Und es ist ja gerade nicht so, dass wir Landwirte die Berufsgruppe sind, die nicht so richtig weiß, wohin mit dem vielen Geld, was man verdient. Und da denke ich, da sind die Fördermaßnahmen, der Ausgleich für diese Maßnahmen, die man betreibt, ungemein wichtig. Und sonst würde man, glaube ich, so manchen Bauern in den Ruin treiben. Ich verstehe auch, dass man von Berlin aus denkt, ach ja, die Naturschutzflächen, die wir da schützen wollen, das sind ja nur 3%, sage ich mal so, bundesweit. Da werden die Bauern schon mit klarkommen, mit 3%. Aber das Problem ist ja, dass nicht 3% jeder Bauer betroffen ist, sondern die große Mehrheit gar nicht und einige Bauern total. Und für die Betroffenen ist es ein Totalschaden. Und da muss man dann wirklich den Einzelfall sehen und dann auch akzeptieren. Bauern, die da zu 80% ihre Flächen haben, für die wäre das sozusagen das Aus gewesen. Man kann den Betrieb nicht zu 80% umschalten. Es wären ja auch einige Früchte aus der Fruchtfolge total rausgefallen, wie Raps, der eigentlich ohne Insektizid einfach nicht klarkommt. Es sei denn, man macht einen biologischen Anbau. Da geht es natürlich, aber das sind natürlich ganz andere Voraussetzungen und ob wir einen Markt dafür haben, so große Gebiete biologisch zu bewirtschaften, das stelle ich auch mal ganz groß in Frage. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gequatscht und würde gerne gleich auch noch was sagen, wenn es denn dann auch gefragt ist. Entschuldigung, das ist eben auch dabei geblieben, das auszuschalten. Deswegen möchte ich jetzt erstmal hier einhalten und gerne das Wort zurückgeben an Sie, Herr Helmich. Wir haben ja einen großen Bogen geschlagen, indem man von den Rahmenbedingungen zu den konkreten einzelnen Projekten oder das Runterbrechen auf einzelne Regionen, dann geht es dann um den Kreis Soest im Konkret als FFH-Gebiet, aber nicht nur, aber große Flächen, die da als FFH-Gebiet eingestuft sind. Herr Drücke, Frau Beckers oder andersrum, aus Ihrer Sicht heraus, das, was da den Stand auf der Bundesebene erreicht ist, wo halten Sie an der Stelle ein? Sehen Sie, dass es vorangegangen ist, dass man da auch in Richtung eines Kompromisses vorangekommen ist und beim Runterbrechen auf den Kreis ruft? Wo muss man einhaken? Also ich will es mal so formulieren. Das Insektenschutzgesetz kann natürlich ein Beitrag, ein Baustein sein, der dazu beiträgt, tatsächlich ein Stück weit Insektenschutz zu machen. Aber, und das will ich gleich ganz deutlich dazu sagen, es ist nur ein kleiner Baustein. Die Aufgaben, vor denen wir stehen, sind viel größer. Wir betreuen in der ABU seit über 30 Jahren Schutzgebiete im Kreis Soest, sowas wie Lippeau, Oasewiesen, das sind die klassischen FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Grünland geprägt, wenig Ackerbau, ganz wenig Ackerbau. In diesen Schutzgebieten haben wir auch eine Menge Probleme. Das soll heute aber vielleicht nicht im Vordergrund stehen, sondern im Kreis Soest hat natürlich die Diskussion eine Rolle gespielt. Was ist mit Insektenschutzgesetz und der Hellwigbörde? Und bei der Hellwigbörde reden wir um ein Vogelschutzgebiet, was annähernd 50.000 Hektar Ackerlandschaft hat. Und
Um dieses Vogelschutzgebiet hat es viele Diskussionen bei der Gründung gegeben und so weiter. Manch einer mag sich erinnern. Und wir sind als ABU der festen Überzeugung, dass man für den Insektenschutz in diesem Vogelschutzgebiet natürlich eine Menge tun muss. Die Insekten sind die Basis schlechthin. 70-80% der Biomasse Insekten sind in den letzten 30 Jahren verschwunden. Viele Brutvogelarten zeigen dramatische Verluste in der Agrarlandschaft. Das ist alles hinreichend belegt, das ist das eine. Auf der anderen Seite sind Methoden, wie man mit Vertragsnaturschutz, mit kooperativem Naturschutz, mit den Landwirten gemeinsam etwas erreichen kann, erprobt. Wir haben die in der Hellwigbörde selber erprobt, wir haben sie wissenschaftlich begleitet. Es gibt Erfolge. Das Problem allerdings, was wir haben, Herr Lehmkühler weiß das auch sehr gut, wir haben da oft genug darüber diskutiert, die Angebote des Naturschutzes, die sogenannten Vertragsnaturschutzangebote, sind eben nicht überall in der Hellwigbörde attraktiv genug. Und das heißt finanziell, um es beim Namen zu nennen. Wir haben nur einen relativ, also der kleinere, deutlich kleinere Anteil des Vogelschutzgebietes oben auf dem Haarstrang ist wirtschaftlich so gelagert, dass die Landwirte da diese Angebote in größerem Umfang wahrnehmen. Da haben wir Erfolge, eindeutig. Da haben wir wieder Rebhühner, jetzt ist die Grauammer sogar zurück und so weiter. Aber weshalb betone ich das so? Die Frage, wie man das Miteinander von Naturschutz und Landwirtschaft gestaltet, und darum geht es. Es geht ja nicht darum, dass wir im Kreis Soest einen Nationalpark ausrufen oder so. Die Soester Börde ist klassisch genug ein landwirtschaftliches Gebiet und soll es auch bleiben. Sondern es geht um die Frage, wie gestaltet man das Miteinander? Und ganz entscheidend ist da, welche Instrumente setzt man denn ein? Da ist natürlich auch Ordnungsrecht gefragt, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass man mit dem Ordnungsrecht alleine zum Ziel kommt, sondern ich glaube eher umgekehrt. Was wir brauchen, sind eine Ausgestaltung von Förderpolitik, von Angeboten und so weiter, die es für Landwirte attraktiv macht, auf Naturschutz in Teilen des Betriebes oder mit Naturschutz und so weiter auch etwas zu entwickeln. Ich glaube, viele Landwirte würden das gerne tun, aber unter uns, es muss eben auch wirtschaftlich sein. Und da darf man nicht naiv sein. Und das ist aber genau der Punkt, der uns Naturschützer natürlich arg kümmert. Weil egal, ob wir in die klassischen Schutzgebiete, in die Flussauen und sonst was gucken oder eben in dieses besondere Vogelschutzgebiet, was ackerbaulich genutzt ist, der Naturschutz, die Angebote des Naturschutzes an die Landwirtschaft haben nicht die Qualität, dass wir in der Fläche insgesamt dieses Miteinander von Landwirtschaft und Naturschutz, was wir uns wünschen, zum Wohle der Natur, aber natürlich auch zum Wohle der Betriebe, die da dauerhaft wirtschaften wollen. Und über diese Instrumente könnten wir gleich vielleicht noch im Detail weiterreden. Das finde ich neben dem notwendigen Maß an Ordnungsrecht, das finde ich allerdings den entscheidenden Punkt, damit wir bei der Frage Naturschutz und Landwirtschaft vorankommen. Bin ich selbst ja auf dem Acker, den fetten Ackerböden der Niederbörde groß geworden. Ein Deutz, der immer noch im Betrieb ist, der aber heute nicht mehr im Betrieb sein könnte, weil das, was an Geräten an das gute alte Teilchen dran gebaut werden müsste, er überhaupt nicht mehr ziehen könnte. Aber trotzdem ist man im Betrieb. Da beobachte ich natürlich auch über viele Jahre, wie sich eigentlich diese ackerbauliche Nutzung der Landschaft auch verändert hat. Schläge sind größer geworden, Maschinen sind größer geworden, geht um Rentabilität, Höfe sind verschwunden, die Dörfer haben sich sehr stark verändert, Neubaugebiete ohne entsprechende Ecken, Bäche, Mauern und. Also die gesamte, nach meiner Beobachtung, ist die Landschaft ärmer geworden. Zwar reicher auf der einen Seite, aber an der Stelle ärmer geworden und weniger geworden. Weniger gegliedert in vielen verbindenden Flächen und Grünzügen letztendlich alle auch entsprechend, sagen wir, verschwunden sind. Und ich beobachte selber, wie sich das auch, wenn man auf die Natur ausgeht, was alles verschwunden ist, was mal da war. Ich meine, die Schwalben sind so ein sinnfälliges Beispiel, an dem man es symbolisch festmachen kann, weil da Interessen aufeinander gestoßen sind. Wir selber mussten unseren landwirtschaftlichen Betrieb auch aufgeben, weil er schlichtweg nicht mehr rentabel war. Und das ist ja vielen so gegangen, die dann auch mit den entsprechenden Veränderungen dahinter. Aber ich will das nicht
das nicht beklagen, das liegt weit ferne von mir, aber bei den Gestaltungsprozessen wird eine Menge mehr nötig sein, um das zueinander zu bringen. André, wie sieht die Debatte dann mal da auf der landespolitischen Ebene aus? Ja, Wolfgang, vielen Dank. Vielen Dank auch in die Runde. Ich will ein paar Punkte ansprechen, die wir auf Landesebene ja flankieren können in der Debatte und die auf die ich auch von Herrn Lehmkühler nochmal eingehen will. Weil im Grunde, Herr Lehmkühler, haben Sie ja vorhin eingeleitet mit vieles findet gleichzeitig statt. Ich glaube, dass diese Frage Insektenschutzgesetz ja auch eine Frage ist, wo die Landwirtschaft in einem gewaltigen Strukturumbruch steht. Und diese Frage kam nun auch noch oder kommt nun auch noch genau in die Zeit. Wolfgang Hellmich hat das angesprochen und Rainer, der kennt sich da gut aus. Wir haben auf Landesebene erlebt, dass die Ministerin Hein-Esser als Nachfolgerin von Frau Schulze-Vöcking relativ früh, gerade im Bereich von Insektenschutz, über den wir uns ja vordergründig unterhalten, deutlich gemacht hat, dass das schon eine Frage ist, die das Ministerium berührt. Aber ich habe gerade explizit gesagt, das Ministerium, weil ich habe immer nicht das Gefühl, dass das Ministerium und die regierungstragenden Fraktionen immer an einem Strang ziehen. Frau Hein-Esser hat einen großen Kongress zum Thema Insektenschutz gemacht für Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf und hat nochmal deutlich herausgestellt, das ist auch für die SPD-Fraktion Grundlage, dass die Probleme im Bereich des Insektenschutzes oder das Verschwinden von Insekten nicht nur einseitig, und davon ist auch nie geredet worden, das hat mich bei den Landwirten ein bisschen gewundert, nicht nur einseitig in der Landwirtschaft zu suchen ist, sondern durchaus auch im Bereich vom enormen Flächenfraß in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, von enormen anderen Gestaltung von Gärten und von Lichtüberflutung etc. pp. Das war für uns in der SPD-Fraktion auch immer ein Gesprächspunkt. Auf der Veranstaltung hat Frau Hein-Esser deutlich gemacht, dass hier insgesamt notwendig ist, in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen daran zu arbeiten. Die Landesregierung hat auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, um nochmal einige Hintergründe zu erfahren, wie wir gegensteuern können. Aus Oppositionssicht als SPD-Fraktion verwundert einen dann aber schon, und das will ich hier auch sagen, dass dann wenige Wochen nach diesem großen Insektenkongress die Landesregierung das 5-Hektar-Ziel im Landesentwicklungsplan aufgibt und damit die Flächennutzung in Nordrhein-Westfalen freien Lauf lässt. Wir alle wissen, Herr Lehmkühler, oder wir alle, die wir hier in der Runde sind, dass gerade die Flächenproblematik der Druckpreise, Versiegelung, Flächenschutz in Nordrhein-Westfalen sich in den letzten Jahren enorm verschlechtert hat. Wie man dann solch ein politisches Signal geben kann, zu dem man bis heute, wir reden über drittes Jahr nach Erlass dieses Landesentwicklungsplans, keine adäquate Lösung hat, was das Thema Fläche angeht, stellt uns dann schon vor die Frage, wie ernst es mit dem Kongress gemeint ist und dem, was dahinter steht, und dem, wie letztendlich gehandelt wird. Also wir finden da relativ wenig Ansätze. Die SPD-Landtagsfraktion hat dann in dem Jahr, in dem auch der Entomologische Verein nochmal auf den Insektenschwund den nochmal herausgestellt hat, einen Antrag in den Landtag eingebracht, wo wir versucht haben, gemeinsam mit den Kollegen der CDU nochmal deutlich zu machen, dass wir Vertragsnaturschutz durchaus uns auch gut vorstellen können, dass der aber dazu führen muss, dass in Naturschutzgebieten durch Beratung, durch adäquaten Flächenkauf Pestizide doch möglichst drastisch reduziert werden sollen. Wie gesagt, ich rede von Vertragsnaturschutz. Leider haben sich die Kollegen nach mehreren Wochen nicht dazu in der Lage gefunden, hier dieses Angebot anzunehmen und gemeinsam eine Initiative für Nordrhein-Westfalen in dem Bereich zu entwickeln. Wir haben, weil Herr Lehmkühler das auch angesprochen hat, auch die Initiative aufgenommen, dass wir gesagt haben, das habe ich ja anfangs ausgeführt, die Landwirtschaft ist ja in diesem Umbruch, Düngeverordnung, Insektenschutzgesetz, Flächendruck, Rationalisierung, Wolfgang hatte das gerade deutlich gemacht, dass wir in Nordrhein-Westfalen einen runden Tisch einrichten, ähnlich wie in Berlin die Kohlekommission, und sagen, wo soll die Landwirtschaft eigentlich hingehen? Und da ist ja Teilfrage auch,
wie kann das Einkommen gesichert werden und wie kann man Förderprogramme ausgestalten, dass die Landwirtschaft auch eine Perspektive hat. Der Antrag ist, das kennt man im parlamentarischen Verfahren, auch abgelehnt worden. Ich glaube aber, dass wir diese Initiative nutzen müssen, weil Nordrhein-Westfalen ist ein großer Agrarstandort. Das darf man nicht unterschätzen. Ich komme nun aus dem Kreis Coesfeld, ist mehr Veredelungswirtschaft, ist eben nicht so viel Ackerbau. Aber wir haben dort die starke Nitratfrage und die muss auch gemeinsam mit den Landwirten, so ist es auch bei uns in der SPD-Landtagsfraktion angesprochen worden, diskutiert werden. Ich hätte mir gewünscht, dass die Ministerin und die Regierung sich auch aktiv in die Debatte um die GAP-Verhandlungen einbringt und nochmal deutlich macht, was NRW eigentlich möchte. Also eine bessere Förderung für diejenigen, die sich ökologisch verhalten, dass eben keine Einbrüche im Bereich des Einkommens stattfinden. Das hat leider nicht stattgefunden. Zum Schluss, und das finden wir sehr bedauerlich, ist im Moment die Debatte auf Landesebene zum Landeswassergesetz angelaufen. Und wir stellen fest, dass die Landesregierung ja im Bereich der Gewässerrandstreifen eine Reduzierung der Abstände von 10 auf 5 Meter vorhat, was für uns nicht nachvollziehbar ist, weil nach wie vor die Regelungen zum Gewässerschutz bislang hier in dem Bereich gut funktioniert haben. Es aber auch nochmal deutlich wird, dass auch die biologische Vielfalt da nach Auskunft der Fachleute weiter zurückgeschnitten wird und es keine Verbesserung der Situation gibt. Natürlich ist uns immer allen klar, dass ein fairer Ausgleich zu zahlen ist. Natürlich ist uns klar als Sozialdemokraten, dass die Leistung, die sie bringen für die Natur, auch von der Gemeinschaft getragen werden muss. Von daher wollten wir diese Diskussion bereitstellen. Das ist leider unterblieben. Also von daher gibt es da viel Wege in unserer Meinung nach falsche Richtung und, was ich schade finde, eben keine Debatte in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Landwirtschaft. Ich habe mich mit Beringmeier und Forstreuter getroffen vom WLV-Präsidium. Wir haben die Anregung nochmal weitergegeben, dass wir Sozialdemokraten das schätzen würden, dass man das gemeinsam macht. Aber wir haben bisher in diese Richtung keine Signale. Deswegen glaube ich, will ich hier auch nochmal die Situation nutzen, dieses Angebot zu machen, weil ich glaube, dass wir nur gemeinsam hier diesen Agrarstandort halten können und gemeinsam überlegen, wie wir das organisieren mit dem Bund, der ja gleich ins Spiel kommt, wo ich mich drauf freue. Vielen Dank. Ja, danke. Der Veredelungsstandort transportiert ja das, was er an zu viel hat, durchaus in andere Regionen des Landes Nordrhein-Westfalen hinein. Ja. Es war gestern ein Gespräch in einer kleinen Bauernschaft, die alle nicht an der öffentlichen Wasserversorgung hängen, sondern die alle mit Hausbohren arbeiten müssen und klagten über steigende Nitratbelastung, steigende Manganbelastung ihres Grundwassers mit den entsprechenden Filtertechnologien, die sie für viel Geld einbauen müssen. Ich ihnen aber gesagt habe, naja, das ist nicht die Konsequenz von heute und gestern, weil es die Konsequenz von vorgestern und vorvorgestern, wo nochmal ganz anders mit Böden umgegangen ist, als das heute zum Teil der Fall ist. Der ist ja schon besser geworden, aber es muss noch besser werden. Ich sage mal, damit dieser Nitrateintrag in das Grundwasser nicht am Ende uns alle bedroht. Das mal zum Thema, ist vielleicht ein Randthema, aber ich glaube, das ist Symbol, steht für denselben Zusammenhang, dieselbe Fragestellung. Der Rainer, jetzt bist du dran. Ja, bin ich dran. Ja, lieber Wolfgang, sehr geehrte Damen und Herren, ich finde, dass wir das richtig so aufgezäumt haben. Ich werde versuchen, das so knapp wie möglich auseinander zu puzzeln. Ich habe mir viel aufgeschrieben. Ich finde aber gleich zu Anfang, dass die unterschiedlichen Wahrnehmungen von der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz und von Herrn Lehmkühlen, dass das schon einiges zutage gebracht hat. Jetzt würde ich auch mal gerade, was Berlin angeht, vielleicht doch das ein oder andere zur Rettung Berlins sagen. Die Landwirtschaft
Oder ich will das mal anders formulieren, ich fange mal anders an. Ich komme aus der Bildungspolitik und ich habe immer gedacht, diese 16 Bundesländer, meine Herren, ist das ein kunterbunter Haufen, können sich nicht einigen und überhaupt nicht. Und dann kam ich in die Landwirtschaft. Und dann habe ich festgestellt, dass die Bildungspolitik im Verhältnis zur Landwirtschaftspolitik völlig harmlos ist. Weil die Landwirtschaft tatsächlich viel diverser ist. Viel, viel diverser. Und Sie haben das am Beispiel der Soesterbörde richtig gut beschrieben. Ich nehme an, Sie haben Punkte 55, 60, vielleicht haben Sie sogar bis 70 Punkte hoch. Ich bin hier in einem Gebiet, wo man gelegentlich sagt, 18, 20 passe. Das heißt also völlig andere Bedingungen. Und natürlich ist man als Landwirt betroffen, wenn die eigene Region, die aus natürlicher Kraft etwas leisten kann, mit in ein Gesetzgebungsverfahren kommt, was für die gesamte Republik gilt. Aber wenn man ein Gesetzgebungsverfahren für die komplette Republik hat, dann muss man sich auf die ganze Republik konzentrieren. Und dass das gelegentlich zu sogenannten Kollateralschäden führt, will ich nicht bestreiten. Aber im Großen und Ganzen wird dort mit großer Sorgfalt und vor allen Dingen, und das ist mir wichtig, also meine AG arbeitet nur auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis. Nur. Und wir sind im engen Kontakt mit allen drei Ressortforschungseinrichtungen des Bundes, also Max Huthner, Thünen und Julius Kühn-Institut. Ich persönlich bin ganz eng liiert mit der Leibniz-Gemeinschaft und auch mit Helmholtz. Das heißt, meine AG wird rein wissenschaftlich beraten. Das hat übrigens Nachteile, muss man ganz klar sagen. Aber wir führen den pragmatischen Anteil immer in der Diskussion mit Ihnen. Und ich glaube, so kommt es eigentlich zu einem ganz vernünftigen Ergebnis. Ich gehe mal auf das ein, was Sie eben beschrieben haben mit dem Insektenschutzgesetz. Das war eigentlich nie krass. Es ist nur der Ausdruck einer unfassbar vitalen Diskussion, die in der Bevölkerung stattfindet. Und die darf man nicht unterschätzen. Und Sie wissen alle, es hat diese Krefelder Studie gegeben. Ja, da kann man schon durchaus Kritik üben. Aber wir haben jetzt Forschungsergebnisse, die unstrittig sind, und zwar international. Also es hat sich jetzt eine Wissenschaftlertruppe zusammengesetzt und hat aus 162 weltweit aufgenommenen Untersuchungen den Schlussstrich gezogen. Wir haben pro Jahr einen Verlust an Insekten von 0,92% der gesamten Insektenmasse pro Jahr. Und das ist kein Spaß mehr. Das ist wirklich kein Spaß mehr. So, und insofern müssen wir uns auch bewegen. Was das Insektenschutzgesetz jetzt selber angeht, hat man gesplittet. Einmal in das Insektenschutzgesetz, das wir im Bundestag in der ersten Lesung gehabt haben, dass wir in der zweiten und dritten Lesung haben werden. Und wir haben die Pflanzenschutzverordnung. Und da ich weiß, dass Sie gut aufgestellt sind, vor 14 Tagen hatte ich mit meinem eigenen Kreisbauernverband das Gespräch. Das war exzellent vorbereitet. Exzellent, muss ich wirklich sagen. Die haben die ganze Agenda runtergeblättert mit tollen Folien, und zwar nicht viel Folien, sondern richtig guten Folien. Und die haben mir auch gesagt, also Herr Spiering, der eine oder andere duzt mich auch. Also das Schutzgesetz ist nicht das Problem, sondern die Pflanzenschutzverordnung. Okay, und damit hätte ich als Sozialdemokrat sagen können, okay, du hast deinen Auftrag als Gesetzgeber erfüllt. Wolfgang und ich sind gut zufrieden. Wir haben ein Gesetz verabschiedet, was nicht in der Kritik steht, steht nämlich wirklich nicht. Und die Pflanzenschutzverordnung ist eine reine ministerielle Angelegenheit. Das heißt, das ist ein Problem, das Frau Ministerin Klöckner zu lösen hat. Nun ist es aber nicht so, dass wir uns abtätig in die Büsche schlagen. Es kommt jetzt dazu, und das ist Ihnen bekannt, dass es ja mehrere Bundesländer gibt, die einen konzentrierten Vertragsnaturschutz machen. Bayern, Baden-Württemberg, das bekannteste Niedersachsen, weil in Niedersachsen der Vertragsnaturschutz auch geltlich hinterlegt. Also allein der Haushalt für die Landesmittel Niedersachsen im Vertragsnaturschutz betragen 120 Millionen Euro. Das ist schon mal eine Ansage. Ich werde gleich noch was zum GAP und sagen. Also da kommt am Ende des Tages eine Menge Geld zusammen. Also wir haben jetzt über das Umweltministerium überprüfen lassen, ob das, was
in der Pflanzenschutzverordnung steht, so sicher ist, dass die niedersächsischen Gelder fließen können für den Vertragsnaturschutz. Das würde dann für Bayern und Baden-Württemberg genauso gelten. Da ist uns bestätigt worden, ja, das ist so. Es gibt daran Zweifel und mit diesen Zweifeln werden wir uns auseinandersetzen müssen. Es gibt auch eine Aufforderung, dass wir uns auch dem Pflanzenschutzgesetz zuwenden sollen. Ich halte das für ein bisschen sehr mutig, weil wir noch 4 Sitzungswochen in diesem Jahr haben und ein Gesetz komplett aufzumachen und zu beraten innerhalb von 4 Wochen halte ich für sehr, sehr ambitioniert und auch nicht für ungefährlich. Deswegen, ich glaube, dass das, was im Moment da in Berlin erarbeitet worden ist, ganz anständig ist. Und ich glaube auch, dass alle Beteiligten da ganz ordentlich mit leben können. Aber Sie haben eben auch noch angesprochen Zielkonflikte. Ja. Der größte Zielkonflikt, den wir haben, ist unterschiedliche, wirklich sehr unterschiedliche Betrachtung von Zukunft. Die jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind ausgesprochen skeptisch und die sind alle exzellent ausgebildet. Und ich würde das nicht unterschätzen. Und sie sagen, und auch das würde ich nicht in Abrede stellen, wir wollen eine Chance auf eine Zukunft in einer verträglichen Umwelt haben. Und das sind nicht meine Worte, sondern das ist das, was diese jungen Menschen sagen. Ich würde es einfach auch in die Waagschale werfen. So, jetzt ist es die Frage, welche Wege können wir gehen? Ich habe überlegt, ich mache das mal ganz kurz. Ich glaube, dass wir im Selbstversorgungsgrad viel zu schwach sind. Wir haben, wenn wir die gesamte Frage der Einfuhren und Ausfuhren nehmen, im Fleisch einen riesengroßen Überhang. Wir sind die drittgrößte Exportnation der Welt, als Bundesrepublik Deutschland. Drittgrößte Exportnation der Welt. Das ist schon mal eine Ansage. Wir sind im Gemüse, Obst, Getreide und. Weit hinter eigenen Zielmarken hinterher. Und ich finde, man muss dann mal auch in die Waagschale werfen, warum ist das so? Nun bin ich noch älter als Wolfgang. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mit dem LKW für einen Landhändler nach Soest gefahren bin und bei Muscator geladen habe. Ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Das ist die Zeit 89, 90 gewesen. Und es lohnt sich, sich die Zahlen anzugucken. Zu der Zeit waren wir keine Exportnation. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir keine Probleme zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft. Keine. Nicht ein Problem. Und ich finde, da darf man auch drüber nachdenken, woran lag es, dass wir damals keine Probleme hatten. Die Atomkraft war schon längst im Gespräch, CO2 war im Gespräch, alles das war im Gespräch. Landwirtschaft war zu dem Zeitpunkt draußen. Das hat sich in den letzten 10 Jahren entwickelt. Und ich glaube, es gibt eine hohe Kausalität zu der Verschiebung der Warenströme. Also wir haben unseren Anteil an Getreide, Obst, Gemüse und reduziert. Wir haben Sonderkulturen hochgefahren und so weiter und so fort. Ich will auch gar nicht hinterfragen, warum das so passiert ist. Schlicht und ergreifend, es ist passiert. Und deswegen glaube ich, wir müssen eine grundsätzliche Entscheidung treffen. Die Kollegen der Union sind in einer, finde ich, unglückseligen Falle. Auf der einen Seite möchten sie den freien Welthandel, also den freien Zugang zu allen Märkten. Und parallel dazu versuchen sie, bestimmte Strukturen, die sie in der Landwirtschaft für richtig halten, zu halten. Sowas geht nie gut. Nie. Weil du kannst nicht auf der einen Seite mit nationalen Mitteln, Schotten zumachen und auf der einen Seite parallel dazu Welthandel aufreißen. Das geht nicht. Also es geht nur eins von beiden. So, jetzt mache ich mal so mein Gedankenkonzept. Das kann falsch sein. Ich glaube, es ist aber nicht verblödet. Wir können einiges über Ordnungsrecht machen. Wir sollten mehr über Vertragsnaturschutz machen. Das heißt, die Bundesländer, die dazu wirtschaftlich in der Lage sind,
sollten den Geldhahn aufmachen und für diesen Vertragsnaturschutz Geld zur Verfügung stellen. Dann ist uns mit der GAP etwas gelungen. Und da muss man sagen, ist nicht Berlin gelungen, sondern ist der Agrarministerkonferenz gelungen, dass wir bis 2027, und das ist nicht mehr lang hin, den Anteil der Direktzahlungen auf 55% reduzieren. Das heißt, 45-50% gehen dann mehr oder weniger in Vertragsnaturschutz. Wenn wir das alles addieren, was wir dort tun können, dann kann man für den Landwirt, der sich darauf einstellt, eine ganze Menge Geld akquirieren. Ich halte das auch für richtig. Ich halte auch weitere Wege für richtig, indem wir ihnen Erleichterungen schaffen, zum Beispiel im Bereich Agri-PV. Weil ich finde, man kann einen Hof durchaus auf mehrere Beine stellen. Und wir haben sehr erfolgreiche Unternehmungen auf landwirtschaftlichen Höfen, die sich divers aufgestellt haben. Heute habe ich noch gehört, dass der Anteil gerade in Südwestdeutschland, der Anteil der Höfe 50% also in Mehrtätigkeit sind. Also wo sie bei Siemens arbeiten, BMW oder. Und auch einen landwirtschaftlichen Betrieb treiben. Die sind natürlich nie so unter Druck wie Sie. Mental ja, aber wirtschaftlich deutlich weniger. Also, ich würde die Förderkulisse verändern. Ich würde auch möglichst wenig über Ordnungsrecht machen. Ich würde die Symbolbilder nicht unterschätzen. Sie haben eben Glyphosat angesprochen. Ich sage Ihnen, das Weltbild von Glyphosat ist durch Rosario geprägt. Das ist der Verladehafen in Argentinien, der Hauptumschlagplatz für Lateinamerika für Soja. Da bin ich gewesen. Übrigens der Umwelt-, der Entwicklungshilfeminister Gerd Müller auch. Wir sind beide mit dem gleichen Bild nach Hause gefahren. Hier passiert eine unsägliche Sauerei. Und das ist das Bild, was durch die Welt geht. Und das werden Sie nicht wegwischen. Sie haben übrigens recht. Wir machen einen Austausch CO2 hochfahren, Glyphosat runterfahren. Da muss man überhaupt nicht klein machen. Und dass die Folge, wenn ich an Hängen Glyphosat einsetze, das, ich sag mal, vom Naturschutz her sinnvoller sein kann, als den Schräghang umzuackern, bestreite ich Ihnen auch nicht. Aber wir haben eine gesellschaftliche Diskussion, die wir hier haben auch so laufen lassen. Ich würde als weiteren Schritt der Landwirtschaft die Möglichkeit geben wollen, in einen Nachfragemarkt einzusteigen. Das heißt, raus aus den Subventionsstaatbeständen, und ich würde den Staat als Nachfrager auftreten lassen, und zwar als massiver Nachfrager. Vielleicht können Sie meinem Gedanken folgen, was wäre, wenn Wolfgang Soest hat 45.000 Einwohner? Okay. Und dann wird Soest ungefähr 4.500 bis 5.000 Schülerinnen, Schüler, Kinder und so weiter haben. Gesetzt den Fall, wir würden für die Speisung dieser Kinder zusätzlich zu dem Geld, was die Kommune ausgibt, einen Berliner Euro dazu geben. Für das Angebot einer regionalen Verköstigung. Wir würden in die Ausschreibung sehr detailliert reinschreiben, was wir wollen. Wir würden beschreiben, was wir nicht wollen, nämlich keine Ausnutzung von Arbeitskräften, Honorierung von Arbeitskraft. Bei uns zu Hause, die Bauern arbeiten alle hart. Alle Leute, die hart arbeiten, sollen auch nicht Geld verdienen. So, alter sozialdemokratischer Spruch. So, das heißt also, wir würden jetzt für diese 5.000 Kinder für die Speisung jeden Tag einen Euro drauflegen. Dann hätten Sie 5.000 Euro pro Tag, mal 5 sind 25.000 Euro pro Woche, mit dem Sie einen Warenkorb definieren könnten. Sie könnten übrigens dadurch, dass Sie den Euro da drauf packen, das Gesamtbudget der Küche nehmen und dann kommen Sie noch auf ganz andere Summen. Und dann beschreiben Sie den Warenkorb, wie der aussehen soll. Das ist eine Nachfrage und diese Nachfrage gebe ich in den Markt und das mache ich bundesweit. Dann reden wir nicht von staatlichen Nachfragezuschüssen von 100 Millionen oder 500 Millionen, da gehen wir deutlich in die Milliardenbereiche rein. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil für mich zwei Sachen passieren würden.
Ich habe als Sozi ein tiefes Interesse daran, dass Kinder möglichst unter vergleichbaren Umständen groß werden. Was daraus wird, möge ihr Weg sein. Aber auf dem Weg zum Erwachsensein würde ich sie gerne fair begleiten wollen. Und wir wissen aus neuesten Studien, dass die Ernährung von Kindern schrecklich unterschiedlich ist. Mit auch wirklich schrecklich unterschiedlichen Folgen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Kind morgens schon Hanuta, Snickers, Nutella oder kriegt, sich den Tag über mit McDonald's ernährt und abends eine Tüte Chips hinterherfährt, oder ob es aus den regionalen Produkten sich ernährt. Gurken, Sellerie, Salat, Möhren, ein ordentliches Schnitzel, eine ordentliche Milch und. Das kostet Geld. Und es ist ein Teil von Erziehung. Und deswegen wäre mein Plädoyer, wir gehen als Staat in die Nachfrage, geben Geld in diese Nachfrage und die regionale Landwirtschaft entscheidet sich, ob sie sich dieser Nachfrage stellen will. Dann hätten sie übrigens die Chance, Geld zu verdienen. Und zwar ordentlich Geld. Weil sie für ein ordentliches Produkt ordentliches Geld kriegen würden. Das setzt die Bereitschaft des Staates voraus, dieses Geld in Bewegung zu setzen. Ich glaube, die müsste grundsätzlich da sein. Man müsste das organisieren. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch etwas sagen. Alles das, egal was wir rauf und runter diskutieren, wird scheitern, übrigens auch das Insektenschutzgesetz, wenn wir nicht dazu in der Lage sind, das schnell, gründlich und exakt zu dokumentieren. Und dann kommen wir zum Bereich der Digitalisierung, wo wir leider viel zu schwach sind. Das ist aber die Stellschraube, mit der wir das Handwerkszeug haben, um all diese Anträge schnell auszufüllen. Ich mache gerade einen mit der KfW-Bank. Ist gar nicht blöd gemacht von denen. Bei der N-Bank ist es ziemlich kompliziert. Und bei der BAFA wird es auch kompliziert, aber machbar. Nur das heißt, also, wir haben Bundeseinrichtungen, die diese Nachfrage generieren. Nämlich die 6.000 Euro Zuschuss für das E-Auto ist nichts anderes als eine Nachfragestimulierung. Nichts anderes. Gar nichts anderes. Und wenn Sie sich die Zulassung von E-Fahrzeugen angucken, dann werden Sie mal merken, mir hat die BAFA zurückgeschrieben, Herr Spiering, halten Sie Füße still. Es sind jetzt so viele Anträge da, die Auszahlung wird sich verzögern. Ich finde, das ist kluge Nachfragepolitik und mit der kann man das erreichen. Und wir haben, ich finde, gute Beispiele, die wir auf die Landwirtschaft übertragen können. Und das wäre mein Weg. Und vor allen Dingen, nicht gegeneinander, und das hört sich alles sehr platt an, ne? Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Ich habe das jetzt bei mir im Kreisverband, unser Verhältnis war auch nicht immer ruckelfrei, das muss man auch deutlich sagen. Finde ich aber nicht schlimm, wenn wir am Ende des Tages wieder zusammenkommen. Ich glaube, dann kann man auch vor allem die jungen Menschen mitnehmen, die sehr, sehr hohen Wert auf gute Ernährung legen. So, das würde ich Ihnen versuchen, ans Herz zu legen. Wenn Sie jetzt noch Detailfragen haben, höre ich auf mit dem großen Rundumschlag und würde zu den Detailfragen Antwort geben. Ja, vielen Dank. Da hat der Rainer Spiering ja einen großen Bogen geschlagen von global denken und handeln und dann lokal denken und handeln, das zusammenzubringen. Einfacher ist es, über Ordnungsrecht zu sprechen, weil das geht schnell in die Richtung, wir verbieten was zu oder so, dann ist man in einem Rahmen, der ist gestaltbarer und verspricht vielleicht eher, wenn man Konsequenzen und Erfolge produziert, im Zweifel aber großen Widersprüchen. Bei dem großen Rahmen ist für mich die Frage, ist es in Bezug auf das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen, wirkt, vergeht eine ganze Zeit. Ist für mich die Frage, haben wir die Zeit oder läuft sie uns an der Stelle davon? Bei der Beobachtung zusammen mit der konkreten Problemlage, von denen wir heute ausgegangen sind. Herr Lehmkühler und Herr Drüko oder Frau Beckers, wenn Sie die Gedanken so hören, mehr über diesen großen Rahmen dann auch in die Rahmensetzung so zu stecken, dass der Druck weggenommen wird und die Möglichkeiten größer werden, sich an einzelnen Stellen dann auch anders zu verhalten. Vielleicht hat den anderen Konzept an Vertragsnaturschutz eine größere Aussicht dafür folglich, weil der ökonomische Druck aus der Landwirtschaft nicht mehr so groß ist oder rausgenommen wird. Wenn Sie das hören, was geht Ihnen dazu durch den Kopf? Darf ich mich vordrängeln? Drängeln Sie sich ruhig vor.
weil Herr Spiering genau den Kern des Problems getroffen hat, indem er jetzt zum Ende gesagt hat, wir müssen ein Angebot schaffen. Es geht doch nur um eine Finanzierung. Am Ende, so oft wie im Leben das ist, es geht um Kohle. Und ich sage Ihnen, die Landwirte sind nach den vielen Jahren der Diskussion doch bereit, sich zu verändern, die Produktion zu ändern. Aber wir finden nicht die Menge an Leute, die die Finanzierung dazu übernehmen. Alle fordern, wer weiß was von uns Landwirten, nur wenn es um Zahlen geht, dann sind sie schnell weggelaufen. Darf ich eine schnelle Antwort geben? Ja, gerne. Also es steht ja der Vorschlag im Raum, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Entweder um 3% oder die Fleischsteuer von 7% auf 19%. Ich prognostiziere Ihnen, das fliegt einem um die... Deswegen, ja, ich bin absolut bei Ihnen. Es gibt übrigens da auch wissenschaftliche Untersuchungen zu. Auch damit will ich Sie jetzt nicht nerven. Aber die wissenschaftliche Untersuchung sagt, Landwirtschaft folgt öffentlichen Mitteln. Ist auch in Ordnung. Völlig in Ordnung. Dann muss ich die öffentlichen Mittel so gestalten, dass alle ein gutes Gefühl dabei haben. Ja. Und mein Gefühl sagt mir, dass die Ernährung von Kindern, Jugendlichen und Studentinnen und Studenten, von Krankenhäusern und absolut gesellschaftliche Zustimmung haben wird. Gerne. Also wie man das macht, das ist, sollen Sie Politiker vielleicht sich, wie Sie, gute Ideen entwickeln. Aber das Kernproblem ist, dass immer, wenn wir Landwirte was ändern wollen, auf der anderen Seite keiner bereit ist, das zu bezahlen. Keiner ist jetzt übertrieben. Zu wenig bereit sind, das zu bezahlen. Da gibt es genug Untersuchungen. Man kann die Preise um so ein paar Cent erhöhen und dann ist irgendwie Schluss mit lustig. Ich will Ihnen mal aus der Vergangenheit ein Beispiel geben. Als nach dem Krieg die Schweine so richtig dick und speckig sein mussten, um Kalorien hinzukriegen, dann ging das 10 Jahre, sagen wir mal, gut, bis die Leute satt waren und dann hieß es, Bauern, ihr müsst nicht die dicken Schweine machen mit dem dicken Fett, sondern schön mager und nicht so groß werden lassen. Und die Bauern gesagt, ihr habt es doch nicht alle auf dem Dach, wir brauchen Kalorien. Ja, aber wenn du zum Schlachthof kommst, dann kriegst du für das fette Schwein nur noch so viel und für das magere, wo die Leute richtig Geld für bezahlen, da kriegst du richtig Geld für. Und ohne, dass sich ein Bauer beschwert hat, war das ratzfatz gewandelt. Weil der Bauer dem nach diesen Forderungen auch bezahlt wurde. Und jetzt haben wir das Problem, jetzt will die Bevölkerung erhöhtes Tierwohl und fordert es in allen öffentlichen, bei allen öffentlichen Möglichkeiten. Und am Ende, wenn man im Laden geht, dann fordern sie das immer noch, aber bezahlen nicht dafür. Und wenn wir da eine Lösung für haben, ich weiß nicht, was die Lösung richtig ist, ob über die Mehrwertsteuer oder müssen sich andere überlegen. Aber sobald doch jemand ist, der diesen Mehraufwand bezahlt, macht der Bauer das auch. Das gilt nicht nur für die Schweinehaltung oder Tierhaltung, das gilt auch im Naturschutz, auf dem Acker. Also auch, ich will jetzt den Arm nicht sprengen, aber kurze Antwort dazu. Das, was Sie beschreiben, ist das Erlebnis meiner Kindheit. Und ehrlicherweise, als ich 10 Jahre alt war, wollte ich die Speckwürfel, die mein Vater richtig und wichtig fand, nicht mehr sehen. Ging mir genauso. So. Ja gut, das sind unsere Kindheitserlebnisse, helfen den Jüngeren heute kein Stück weiter. Muss man einfach auch nüchtern sagen. Mhm. So, aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir dann Menschen mitnehmen, wenn für sie einsichtig ist, was getan wird. Und deswegen komme ich auf diese Idee mit Krippenkindern. Ist mir übrigens auch wichtig, weil ich die Unterschiedlichkeit der Ernährung sehe. Mit den entsprechenden Folgen, ist mir das ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, das ist wirklich ein gangbarer Weg. Und was eine Parallelentwicklung dazu ist, die werden wir jetzt für völlig verrückt halten. Die alten Schweinesorten werden bei uns wieder groß. Nicht mega groß, aber wir haben mehrere Ställe jetzt, wo die alten Sorten gezüchtet werden. Dann natürlich nicht 5 Monate, sondern 12 Monate. Ich habe gerade so einen Schweinebraten gehabt. Der in die Hütten war der lecker. So, da finden auch Veränderungen statt, aber die helfen ja nicht der großen Masse. Es geht ja jetzt ums Massengeschäft. Und da müssen wir über öffentliche Einrichtungen kommen und da müssen wir über eine vergleichbare Nachfragestützung kommen, wie zum Beispiel beim E-Auto. Das ist wirklich kein schlechtes Beispiel.
Frau Becker, sehr drücke. Ja, ich würde gerne, ich kann natürlich nur voll zustimmen. Ich auch, die Nachfrage bestimmt immer den Preis. Das ist eine ganz normale Situation. Und deswegen gucken wir nochmal auf den Fakt, die Frage, Nachfrage den Preis. Und nicht, was wir zumindest in der Bevölkerung mitkriegen, sind viele Leute bereit, auch für Naturschutzmaßnahmen im Acker oder auch im Grünland, in Naturschutzgebieten oder in Kiebitz sehen, weil das sind auch Kindheitserinnerungen, die dann wieder hochkommen und oder blühende Streifen. Das, glaube ich, ist die Bevölkerung bereit zu zahlen. Da haben wir aber ein paar Probleme. Nämlich wir haben zum Beispiel das Problem, dass beim Vertragsnatur wir Grenzen haben in der Finanzierung. Und da sagen wir auch, wir brauchen eigentlich ein Mehr an Geld im Vertragsnaturschutz, das es ermöglicht, nicht nur auszugleichen, Frau Drücker, wenn ich einen Tipp geben darf, man kann Sie ganz schlecht hören, eigentlich gar nicht. Und vielleicht, wenn Sie Ihr Video wegklicken, dann ist die Datenübertragung konzentriert auf den Ton und nicht auf das Bild. Jetzt sind Sie ganz weg. Naja, das ist das Brandbreitenproblem im Lippetal. Da ist das. Ja, stimmt. Vielleicht darf ich es ein bisschen noch ergänzen. Ja, bitte. Ich hatte das eingangs ja auch schon gesagt, dass die Gesellschaft natürlich der Landwirtschaft die Angebote machen muss, die Landwirtschaft annehmen kann, die eine gewisse Verlässlichkeit haben, die wirtschaftliche Möglichkeiten bieten. Ich will noch mal eine zweite Facette neben dem Verbraucher und der Gesellschaft. Wir erleben seit 10, 15, 20 Jahren ein stetig wachsendes Interesse der Bevölkerung an Natur, an Landschaft, konkret an unseren Exkursionen, an dem, was wir draußen an Maßnahmen machen. Das kommt gut an, das findet Unterstützung und so weiter. Wenn ich den Leuten auf Exkursionen erzähle, dass der Naturschutzetat des Landes Nordrhein-Westfalen zwischen 2 bis 3 Euro pro Einwohner und Jahr beträgt und dass aus diesen Beträgen Landschaftsentwicklung, Naturentwicklung, Entwicklung für Naherholung und so weiter passieren soll, dann gucken die mich fürchterlich ungläubig an. Und wenn man dieses grotesk niedrige Budget vergleicht mit anderen Politikfeldern, dann muss man sich eigentlich fragen, woher kommt das eigentlich? Warum ist der Stellenwert dieses gesellschaftlichen Belangs, wenn man auf den Haushalt guckt, so niedrig? Ich tue mich mit der Antwort selber schwer. Ich habe ein paar Antworten, die will ich jetzt hier nicht breitreden. Die sind vielleicht auch gar nicht richtig. Aber ich glaube, es ist essentiell nötig, dass wir neben der Frage, wie bringen wir Verbraucher mit ihrer Nachfrage in die richtige Richtung, wie unterstützen wir das, finde ich extrem wichtig. Aber wir müssen auch als Politik insgesamt den Mut haben zu sagen, so Leute, in diese Dinge müssen wir investieren. Und die Summen, die wir brauchen, um wirklich in diese, also technokratisch wird es mal als grüne Infrastruktur bezeichnet, das ist kein schönes Wort, das weiß ich alles. Das ist alles viel erotischer, viel sexier, viel besser als dieses technokratische Wort. Aber warum gelingt es uns nicht, da endlich mal Schwung reinzubringen und den Menschen und der Natur so viel Gutes zu tun? Die ehrliche Antwort ist, weil wir uns gelegentlich um Antworten drücken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat ja auch was mit Alter zu tun, dass mir tut das häufig sehr leid, aber ich bin der Allerletzte, der sich beschweren darf, bin Teil des Systems. Also ich bin wirklich der Allerletzte, der sich beschweren darf. Aber ich merke eben, dass unsere Abwägungsprozesse gelegentlich
Wir haben für einige Entscheidungen nicht den ausreichenden Mut. Und jetzt kann man, ich kann ja bald sagen, wenn du aus der Kirche raus bist, bist du schlauer, das kann ich wirklich bald sagen. Dann lässt sich auch gut klug scheißern. Aber nach mir kommen ja Leute, die mir wichtig sind, die ich mag, wie Wolfgang zum Beispiel. Die sind da noch mitten in der Kirche drin. Und deswegen verbietet sich auch das Klugscheißen. Und deswegen glaube ich eben, man muss immer mehrere Stellschrauben nehmen. Ich sage mal, zu Ihrer vielleicht kleinen Beruhigung, wir haben von Bundesseite jetzt für die Frage Wald wirklich viel Geld ausgegeben. Da kann man trefflich drüber streiten, ob es gut ausgegebenes Geld. Da bin ich immer dabei. Das kann man. Aber ja, wir sind die Felder, glauben Sie mir, wir sind die alle bekannt. Also es gibt keine Frage in Ernährung und Agrar, wo ich nicht dabei bin. Das kann man von mir erwarten. Als Sprecher bin ich auch fit. Also man kann da trefflich drüber streiten. Der Diskussion würde ich mich noch einmal stellen. Aber eins möchte ich schon sagen, das Problem ist zumindest erkannt. Ich würde gerade bei Holz, das ist ja auch ein Anliegen, das Sie haben im Bereich von Wäldern und natürlichen Umgebungen, würde ich das Geld tatsächlich anders ausgeben. Also ich würde andere Sachen fördern. Aber gut, das habe ich nicht gemacht. Aber die gute Botschaft ist, es ist viel, viel, viel Geld in den Bereich reingesteckt. Also es ist nicht so, also Berlin lässt das nicht außer Acht. Das kann man ehrlicherweise nicht sagen. Vielleicht müssen die Bilder erst, sagen wir, sehr drastisch sein, damit auch das öffentliche Bewusstsein sich inzwischen verändert. Als ich gestern die Bilder gesehen habe von dem neu gebauten Lörmecke-Turm am Möhnesee, der mal als Attraktivität für auch touristisch gebaut wurde, damit man über die Wipfel der Wälder im Sauerland gucken kann. Jetzt steht da der Turm, es ist aber kein Wipfel mehr da. Das ist ein sehr drastisches Bild, das, wenn man das an und vorführt, zu einem Schrecken führt. Aber man sieht es sehr drastisch. Also Wolfgang, vielleicht auch dazu, weil das persönliche Erlebnis, da hast du übrigens recht, das Entscheidende ist. Jutta und ich sind jetzt 8 Wochen hintereinander jeden Sonntag zwischen 10 und 14 Kilometer bei uns durch die Wälder gelaufen. Das kann einen schon jammern. Das kann einen wirklich jammern. Und das ist Biomasse, die aufgehört hat zu leben. Und man muss einfach ernst nehmen. Diese Situation, 0,92% Insektenverlust pro Jahr, das macht etwas mit uns. Also man kann das nicht in Abrede stellen. Man kann es auch nicht schönreden. Und deswegen müssen wir gemeinsam, also auch das muss man klar sagen, das Problem ist nicht gegen die Landwirtschaft lösbar, das Problem ist nur mit der Landwirtschaft lösbar. Alles andere ist Unsinn. Und ich kann natürlich mit Ordnungsrecht jemanden zum Schluss so ersticken, dass er überhaupt nicht mehr machen kann. Ist ja auch Unsinn. Also, Nachfrage stärken, Angebotsseite über Vertragsnaturschutz, Hilfen bei der Digitalisierung, Prozesse schneller machen, für die Landwirte einfacher machen und Nachfrage massiv stärken. Aber regionale Nachfrage stärken. Raus aus dem Export, rein zurück in die Versorgung unserer Bevölkerung. Und zwar möglichst viel Eigenversorgung. Und trotzdem müssen wir in der Gestaltung dieses Rahmens natürlich, sagen wir mal, ordnungsrechtlich durchaus eingreifen, damit man nämlich bei der Frage der kurzfristigeren Ziele, bevor uns bestimmte, sagen wir mal, Biomassen völlig verloren gehen, das kann sehr schnell geschehen, auch regional kann es sehr schnell geschehen, sagen wir mal, einen Schutzzaun aufbauen, in dem, sagen wir mal, das Leben sich auch noch ein Stück hinter verbergen und weiterentwickeln kann. Ich meine, da bin ich natürlich bei Abständen von Gewässern, da bin ich beim Eintrag, da bin ich bei der Frage, wie gestalte ich denn die Beratung auch der landwirtschaftlichen Betriebe, die ja nur wesentlich besser geworden ist. Und als ich das gemacht habe damals, dann gab es diese Beratung nicht. Alles schmeißt drauf und gut ist. Der Rest lernt man in der Landwirtschaftsschule. Das ist ja eine völlig andere Situation heute, die auch qualitativ wesentlich besser geworden ist. Natürlich müssen wir solche Dinge tun.
ist der breitere, größere Rahmen, wenn man ihn so gestaltet, wie der Rainer ihn beschrieben hat, wenn das denn so käme, was auch einen breiteren politischen Kompromiss erfordert, den man erstmal erzielen muss. Es kann ja viel Zeit ins Land gehen. Habe ich die Befürchtung, dass wir diese Zeit nicht in dem Maße haben. Und was dann? Wie geht man mit diesem Gap von Zeit und Notwendigkeit des Handelns denn dann um? Also so ein Vorschlag bekommen, brauchen wir einen roten Tisch auf einer dezentralen Ebene, an dem die Beteiligten zusammensitzen und über ihre Problemlagen sprechen und zu Lösungen kommen, im Rahmen dessen, was sie lösen können. Setzt man sich hin, spricht darüber und sagt, offen, Karten auf den Tisch, was können wir denn gemeinsam miteinander tun, weil uns sonst am Ende die Zeit, die übrigens alle Beteiligten betrifft, das hängt aneinander. Wir können ja mit allem Wissen über biologische Zusammenhänge eben das Thema Insektenschutz von der Situation der Landwirtschaft ja auch nicht trennen. Oder des Ackerbaus. Oder von was auch immer. Der Zusammenhang ist ja nun mal da. Man muss ihn also gestalten. Wie kann man das machen? Ich sehe die Malis trotz sehr kritisch gucken. Ich habe kritisch geguckt, was du sagst, ist alles richtig. Ich konnte dich nur so akustisch nicht so gut verstehen. Aber wo ich gerade das Wort habe, ich glaube, wir haben gar kein Erkenntnisproblem. Und ich finde auch heute Abend die Diskussion gut, weil sie nicht so eine Frontstellung, wie man das häufig hat, zeigt. Es geht darum, dass wir an vielen Stellschrauben was machen müssen. Das ist ja jetzt auch schon deutlich geworden. Und ich fand das gut, wie der Rainer Spierig gesagt hat, so vor 30, 40 Jahren gab es die Probleme gar nicht in der Form, wie wir jetzt heute diese Frontstellung haben zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Und da muss man fragen, wann ist das eigentlich passiert? Wann ist das gekippt? Das ist für mich auch so eine Frage, ja, fast eine Wertediskussion darüber, dass Bauern immer, wenn sie so wirtschaften, dass sie davon leben können, immer wachsen müssen und immer größer werden müssen und am Stückpreis, am Kilopreis, wie auch immer, immer weniger bekommen. Und dann haben wir die großen, riesigen Betriebe und die auch dann gehalten sind, auch die Erträge immer weiter nach oben zu jagen. So, und ich glaube, da muss man ansetzen und tatsächlich eine Wertediskussion führen, auch in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist gerade jetzt günstig, auch durch die Pandemie, weil so viele Menschen wie nie so viel Zeit in der Natur verbracht haben, weil sie ja gar nichts anderes machen können. So, das ist so meine Beobachtung, die ich jetzt so mache in den letzten Monaten, weil ich das selber auch jetzt verstärkt mache, weil ich mehr Zeit habe, weil mir viele Termine weggebrochen sind und ich nicht so viel unterwegs bin, dann geht man in die Natur, weil viele andere Sachen kann man gar nicht machen. Aber das finde ich, das ist eine Chance. So. Und auch was die Ernährung angeht, fand ich die Ansätze auch gut. André, wir haben ja einen großen Antrag geschrieben zum Thema gesunde Ernährung in Schule, insbesondere eine große Anhörung dazu gehabt im letzten Jahr. Alles super, alle haben gesagt, genau da muss es hingehen. Ja, aber wie auch eben schon, die CDU hat sich da ein bisschen eingemauert. Auch die FDP sagte, ja, vielleicht können wir was zusammen machen. Dieser Antrag ist jetzt auch weggestimmt, ohne dass wir zusammengekommen sind. Und da ist wirklich die Frage, dass wir tatsächlich aufeinander zugehen von beiden Seiten. Und da ist jetzt die Frage an Herrn Lehmkühler. Sie erlebe ich immer sehr offen. Das muss ich wirklich sagen. Und auch Ihr Eingangsstatement hat mir eben sehr gut gefallen. Wie weit nehmen Sie da Ihre Landwirte mit? Haben Sie da viel Erfolg, dass Sie sagen, wenn wir solche Wege einschlagen, wie Sie der Rainer Spierig eben gesagt hat, regionale Vermarktung oder regionale Nachfrage besser oder stärken, erreicht man da die Landwirte mit? Also im Ausmaß, dass wir tatsächlich was tun können, damit es besser wird. Also wir Landwirte werden von außen oft so gesehen, als wenn wir händeringend darum kämpfen würden, immer größer und immer mehr zu machen, zu produzieren, bis zum, auf Deutsch gesagt, es bleibt uns nichts anderes übrig, um den Betrieb zu erhalten.
wir wissen doch, dass die Tatsache so aussieht, wachsen oder weichen, entweder machst du mit oder fällst hinten runter. Wie liebend gerne würde ich nur noch halb so viel Schweine halten, wenn ich genauso viel für meinen Lebensunterhalt daran verdienen würde. Aber die Möglichkeit besteht ja gar nicht. Und deswegen bin ich auch so froh, dass Herr Spiering eben da auch diesen Vorschlag gemacht hat, dass wir als Bauern eine Nachfrage bedienen müssen und nicht nur liefern müssen, damit wir es loswerden. Und das ist eben der Knackpunkt. Und am Beispiel meines fetten Schweins nach dem Krieg und dem jetzigen Moment ist eigentlich so. Wir würden doch gerne viel mehr Tierwohl einführen, das tut uns Bauern doch auch gut. Aber am Ende müssen wir auch wissen, dass es einer kauft. Und da sind es eben noch zu wenig Leute, die es kaufen. Und da, Sie kennen ja wahrscheinlich alle diese Bauratpläne, die Vorschläge der Bauratkommission, das Zusätzliche, was wir Landwirte leisten Richtung Tierwohl, was eben nicht vom Markt bezahlt wird, eben über irgendeine staatliche Methode herbeizuzaubern. Da gibt es Kritik und da gibt es Zustimmung, alles Mögliche. Ich bin mittlerweile so weit und denke, es gibt, glaube ich, gar keine andere Möglichkeit mehr als diese Version, dass man sagt, diese zusätzliche Leistung, die der Staat als oder die Gesellschaft als Gemeinschaft haben will, aber wenn es ums Bezahlen geht, nicht bezahlen will, die kann eigentlich nur noch über Staatsregelungen herbeigeführt werden. Zum Beispiel vergleichbar ist vielleicht die Bildung. Wenn wir die Bildung nicht von Staatsseite bezahlen würden, ja, was hätten wir dumme Leute hier rumlaufen? Es würde doch keiner in die Schule gehen und dann auch jeden Monat da 500 Euro bezahlen. Da würden alle nur ihre 9 Jahre abrappeln und schnell an der Arbeit. Da hat man sich doch schon früh überlegt, das Staatsziel ist, wir wollen unsere Bevölkerung schlau machen, also zahlt der Staat die Bildung zum allergrößten Teil. Und wenn es keine Leute gibt, die bezahlen wollen für erhöhten Tierschutz, dann muss es der Staat in irgendeiner Form in die Hand nehmen. Da gibt es gute und schlechte Möglichkeiten, die will ich jetzt gar nicht bewerten, da alles möglich. Aber wir sehen, dass der Markt nicht bereit ist, das zu schaffen, es sei denn, es gibt sowas wie eben diese Idee mit den über die Schülerernährung und so weiter was zu bringen. Ist natürlich auch nur ein kleiner Teil, aber es gibt ja vielleicht in vielen anderen Bereichen auch noch solche Ideen. Stopp, euer Ehren. Ich habe das bitte nur mal für die Uni Berlin. Also man muss ja nicht vom kleinen Ort ausgehen, sondern von der Uni Berlin. Mhm. Die Uni Berlin hat alleine nur die Uni, redet nur von der Uni, der Universitätenlandschaft Berlin, 250.000 Studenten. Mhm. Das wären 250.000 Euro pro Tag. Mhm. Das wären 1,25 Millionen Euro pro Woche. Was meinen Sie, was Sie da für einen Radius um Berlin schlagen können, wo Sie mit Nachfrage generieren können? Also wir reden hier nicht über Peanuts. Nee, das meinte ich auch gar nicht so. Es gibt noch mehr Ideen. Mir ist das an folgender Stelle wichtig. Wenn man der Borchert-Kommission folgt, dann muss dazu Tierwohl definiert sein, was im Übrigen eine ethische Frage ist, die meiner Ansicht nach schwierig zu beantworten ist. Sie muss aber so klar beantwortet sein, dass man daraufhin das Baugesetzbuch ändern kann. Ich halte das für ganz fragil. Ganz, ganz fragil. So, und durch die Veränderung des Baugesetzbuches müssten wir dann Folgendes machen, wo man auch ehrlich mit umgehen muss. Wenn wir eine flächengebundene Tierhaltung haben, dann brauche ich keine Privilegierung. Ich kann überall in Deutschland, in ganz Deutschland, wenn die Flächenanzahl, also wenn ich einen bäuerlichen Betrieb habe, maximal 2 GV pro Hektar, dann brauche ich keine Privilegierung. Es geht ja bei der Borchert-Kommission um die Privilegierung gewerblicher Stellen. Das darf man. Man muss auch Menschen nicht versuchen, dahinter die Fichte zu führen. Also es geht um die Genehmigung gewerblicher Ställe. Diese gewerblichen Ställe sind frei von Hektar pro Tier oder umgekehrt Tier pro Hektar. Und ich verspreche Ihnen, wenn die ersten Privilegien ausgesprochen sind und in den ersten Gemeinden rund ums Ruhrgebiet neue Ställe entstehen oder Ställe umgebaut werden, weil es nach privilegiertem Recht genehmigungsfähig ist, verspreche ich Ihnen, wird es Ärger geben.
Ich verspreche Ihnen das. Und ich werde den Ärger nicht machen, aber es wird ihn geben. Und das wissen alle Beteiligten. Ich habe letztens in einer Runde mit dem Bauernpräsidenten der neuen Bundesländer, da ging es auch ums Baurecht. Da habe ich gefragt, bitte Herr Präsident, sagen Sie mir korrekt, konkret, was wir ändern müssen. Er hat nicht mal den Mut gehabt, das zu sagen. Er hat nicht den Mut gehabt, das zu sagen, weil er wusste, oh, da hören jetzt jede Menge Leute zu. Und dann, den Mut hat er nicht gehabt. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir müssen eine Nachfrage generieren, nicht mit dem Knüppel des Staates Mehrwertsteuer, sondern mit dem Angebot des Staates. Wir wollen gesunde Kinder, wir wollen gesunde Ernährung, das ist ein Staatsziel, das kann man wirklich als Staatsziel definieren. Und dann definiere ich, wie die Lebensmittel auszusehen haben. Und dann definiere ich, unter welchen Bedingungen die entstehen. Und dann wird das regional sein. Also wenn wir das mit der Regionalität ernst nehmen, dann müssen wir jetzt auch mal wirklich Gas geben. Und ich kann übrigens auch Bundesländer verstehen, die keine Kohle auf den Füßen haben, dass die dann sagen, Deutschland bezahlt das, finde ich auch in Ordnung. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Dann soll Deutschland es eben bezahlen und dann die Länder verteilen. Die Mensen der Ruhrgebietsuniversitäten und Münster und Bielefeld hatten mal eine gemeinsame Versorgung, einen gemeinsamen Einkauf mit regionalen Produkten. Das war ihr Schwerpunkt, das entsprechend so aufzubauen. Eine ehemalige Kollegin von uns, die Ulla Burchert, als Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Bildungsausschusses, vor einigen Jahren war der sehr intensiv mit beschäftigt. Es gibt solche Projekte und Modelle, wie man so etwas machen kann. Meines Wissens ist an dem Moment dran gescheitert, als das Aufkommen eine Größenordnung erreicht hat, dass es größeren Lebensmittelketten sehr lukrativ erschienen ist, mit dem entsprechenden Angebot, das selber zu erledigen. Und dann war auf einmal eine Struktur aus dem Markt, die eigentlich für den regionalen Einkauf ausgesprochen wichtig war, ausgesprochen gut war, weil es nämlich auch nicht die gesamte Struktur gestützt hat. Das Aufkommen war zu klein, ja. Aber schon die Betriebe, die in diesem Segment, auf das dort geachtet wurde, arbeiteten, auch schlichtweg marktfähig gehalten haben. Also im Interesse auch von Herrn Lehmkühler, es muss ja Geld in die Kasse kommen. Das ist ja kein Selbstzweck und es ist keine karitative Veranstaltung, sag ich mal, sondern da wollen Menschen von leben, wie alle anderen auch von ihrer Händearbeit leben wollen. Also es geht, es gibt solche Modelle, die das auch schon gemacht haben und auch vormachen. Man muss es eben dann in der Tat, wie der Rainer gerade beschrieben hat, in einem größeren Rahmen aufziehen. Aber diese kleinen Projekte geben eine Möglichkeit, einen Rahmen, ab wie man es machen kann. Und dahinter Wolfgang, zwei Bemerkungen dazu. Also A, ich bin weit davon entfernt, ein CDU-Bäscher zu sein. Aber die Situation, die du beschreibst, ist genau die Situation, wo unsere Kollegen in die Systemfalle laufen. Weil eigentlich ist dieses Beispiel der Ruhr-Universitäten gegen den Markt, gegen den freien Markt. Also jetzt bietet sich eine größere Einheit an, die das vornehmlich besser machen kann. Also kriegen die den Zuschlag. Genau wie im Wohnungsbau. Das Spiel ist immer dasselbe. Und das müssen die Kolleginnen und Kollegen mal wirklich lernen. Und was ich überhaupt nicht einsehe, überhaupt nicht. Wenn der Staat die Nachfrage um E-Autos anheizt und das auch tatsächlich über Formulare hinkriegt, also selbst ich bin nicht zu blöd, um die Formulare auszufüllen. Die nehmen mich ja an der Hand, sagen, scan das ein, mach da eine PDF-Datei draus, schick das an mich zurück. Wenn ich einen Fehler mache, kriege ich die rote Warnlampe, Spiering hast du falsch gemacht. Wenn das möglich ist mit E-Autos, warum soll das nicht mit guten landwirtschaftlichen Produkten auch möglich sein? Warum nicht? Oder sind uns E-Autos wichtiger als gute landwirtschaftliche Produkte? Ist ja auch eine spannende Frage. Ich hätte an Herrn Spiering noch eine Frage. Mhm. Sie stecken ja tief drin in der ganzen Diskussion. Ja. Ich ziehe mal einen Vergleich zum Erneuerbaren Energiegesetz. Wir wollten den Ausbau, wir wollen den Ausbau. Wir wissen als Staat, wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass investiert wird.
Die Rahmenbedingungen lauten auf 20 Jahre, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, garantierte Einspeisevergütung. Die Leute rechnen sich das durch und investieren da, wo es sich rechnet. Wir haben eine große Biodiversitätskrise. Wir haben einen großen Konflikt zwischen Umwelt, Natur und sonst was auf der einen Seite, zwischen Teilen der Bevölkerung auf der einen Seite, zwischen Landwirtschaft auf der anderen Seite. Der Konflikt tut uns zunehmend weh und wir wollen ihn lösen. Ja. Unserer Meinung nach wäre es gut, wenn der Staat Rahmenbedingungen schaffen würde, die für landwirtschaftliche Betriebe in bestimmten Situationen, in denen sich das für die rechnet und so weiter, verlässliche Rahmenbedingungen bietet, um neben Fleischproduktion, Nahrungsmittel anderer Art, Biodiversität, ich sag mal technisch, zu produzieren, angesichts der Krise und der Entwicklung, die wir haben. Warum schaffen wir es nicht, angesichts dieser Rahmenbedingungen, dieser Probleme, dieser Problemlagen, mal darüber nachzudenken, ob wir nicht etwas Ähnliches, kann auch anders konstruiert sein, völlig klar, aber dass wir mal wegkommen von einem komplett unterfinanzierten Naturschutz, der landwirtschaftlichen Betrieben ja einjährliche oder fünfjährliche Verträge geben kann, die haben auch ihren Sinn. Keine Frage, nicht? Das ist manchmal für den einen oder anderen Betrieb sicherlich genau das Richtige. Wir haben aber kein Instrument, mit dem wir der Landwirtschaft ein verlässliches, langfristiges Angebot machen können. Lass uns mal darüber nachdenken. Warum geht das denn nicht bei uns? Ja, das will ich Ihnen sagen. Läufer. Aber Frau Beckers, Sie haben sich auch nochmal gestellt. Genau. Ich hoffe, dass das jetzt die Fragen ganz gerne beantworten. Geht es jetzt? Also eben hatte ich technische Schwierigkeiten, deswegen bin ich jetzt neu reingegangen. Vielleicht daran anknüpfend, gab es auch schon mal die Überlegung, wir sind in so einem Förderinstrument, das vielleicht auch etwas schwierig ist. Warum sagen wir nicht mal, wir möchten gerne das haben auf der Fläche und lassen uns Angebote geben, machen einen Wettbewerb darum, auf einer Fläche von, weiß ich nicht, 1000 Hektar möchten wir gerne 100 Hektar ökologische Vorrangflächen und dann lassen wir uns von der Landwirtschaft ein Angebot geben und gucken, was da kommt. Also wirklich auch dann in die Marktwirtschaft reinzugehen, weil diese Förderinstrumente, wir stehen zwar jetzt an einer Stelle, wo wir wirklich die Chance haben, eine kleine Wende hinzubekommen, wenn wir sie gut ausgestalten, also mit der neuen GAP, geht es ja in eine neue Richtung, wenn sie eben qualitativ gut ausgestaltet ist. Wenn wir das, den gleichen Fehler machen wie bei der letzten Förderperiode, dass das Greening, das ja quasi jetzt ein Vorläufer war, fachlich oder so wirkungslos, sage ich es mal, ausgestaltet wird, wie es gewesen ist, da haben wir 7 Jahre vertan letztendlich. Das heißt, wir müssen bei der jetzigen GAP die Maßnahmen, die festgeschrieben werden, sei es die Konditionalität oder die Eco-Schemes, qualitativ so hochwertig machen, dass sie auch wirklich eine Wirkung in der Landschaft haben. Weil sonst machen sie keinen Sinn. Und dafür gibt es ja auch dann Geld, soll es auch Geld geben, sodass wir dann eine Grundausstattung der Landschaft ja bekommen, wenn es gut ausgestaltet ist. Und da ist, glaube ich, jetzt ein ganz, ganz wesentlicher Zeitpunkt, dass alle daran mitziehen, dass wir einen qualitativ wirkungsvolle Elemente festschreiben und eben nicht wieder eine Verwässerung des Ganzen, indem man Maßnahmen festschreibt, die eben nicht wirkungsvoll sind. Aber ich möchte nochmal darauf hin, warum gehen wir nicht quasi auch Nachfrage? Ja, wir haben die Nachfrage nach Maßnahmen in den landwirtschaftlichen Produktionsflächen und lassen uns Angebote abgeben. Und gucken mal, was kommt und bezahlen das dann auch. Und ich glaube, die Gesellschaft ist so weit, dass sie das auch bezahlen möchte. Und wenn ich das jetzt mal auf Nordrhein-Westfalen runterbreche, wenn ich mir angucke, in welchem Promillebereich der Landesnaturschutzhaushalt sich bewegt, bezogen auf den Gesamtlandeshaushalt, dann ist das erbärmlich für Nordrhein-Westfalen, weil ich glaube, Nordrhein-Westfalen könnte sich das sehr gut leisten, wenn es das wollte. Also vielleicht, wenn ich darf, Wolfgang, aber nur, wenn ich darf. Weil auch der letzte Wortbeitrag etwas aufzeigt,
wo wir in der politischen Diskussion tatsächlich das Problem haben. Es gibt die eine Seite, die sagt, ja, wir sehen, da ist gesellschaftlicher Wandel, aber für uns ist entscheidend der Markt. Am Ende der reine Markt. Das bedeutet dann Welthandel, das bedeutet Export, das bedeutet Import, das bedeutet den ganzen Nährstoffkreislauf. Und die andere Seite sagt, wir brauchen eigentlich an der Stelle weniger Markt, wir brauchen mehr staatliches Vorbild, wir brauchen mehr staatliche Wünsche, die erfüllt werden. Ob ich mit Ihnen übereinstimme, dass die Gesellschaft das will, da hätte ich Zweifel. Weil wir leben in unseren jeweiligen sozialen Umgebungen und die eine soziale Umgebung ist so und die andere ist so. Darüber hinaus haben wir aber etwas anderes. Wir haben als Staat eine Verpflichtung. Und die richtet sich nicht nach gesellschaftlichen Wünschen, sondern die richtet sich danach, was ist gut für die Zukunft und die Lebenswelt derer, die uns folgen. Das ist eine staatliche Aufgabe. Und die richtet sich auch nicht nach Gefühl und Wellenschlag, sondern nach objektiven Tatbeständen. Die objektiven Tatbestände sind am Ende so, wie Sie sie beschrieben haben. Also müssten wir als Staat reagieren. Sie haben das Greening angesprochen. Das Greening ist von der Idee her toll gewesen, europaweit 30% aus der ersten Säule in Umweltmaßnahmen. Hat fast überall krachend gescheitert. Österreich gut, Niederlande haben sich verändert, Deutschland krachend gescheitert. Krachend. So, ich sehe jetzt bei der neuen GAP eine riesengroße Chance, weil diese GAP sich über nationale Gesetzgebung festlegt. Also wir haben jetzt im Bundestag den Rahmen festgelegt, den Agrarministern folgend. So, jetzt sage ich hier Ihnen, das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat jetzt richtig Möglichkeiten, aber richtig. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen kann sich jetzt bekennen. Was will ich im Rahmen der ELA, was will ich im Rahmen der GAP, was will ich im Rahmen der gesamten geteilten Aufgaben? Die Mittel sind da und sind groß, sind wirklich groß. Wir reden über 6 Milliarden Euro pro Jahr. Die sind flächengebunden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Fläche des Landes, der Bundesrepublik Deutschland Nordrhein-Westfalen hat. Gehört aber nicht zu den kleinen Flächenländern. Also wird der Anteil Nordrhein-Westfalens an der GAP ziemlich groß sein. Das kann Nordrhein-Westfalen jetzt sehr genau belegen, für welche Maßnahmen es Geld ausgeben will. Und dann gibt es eben noch die Nachgeordneten-Töpfe aus Berlin, die wir uns mit den Ländern teilen. Da ist Nordrhein-Westfalen, weiß Gott, nicht vorne bei, die abzunehmen. Also es gibt drei Länder, die diese geteilten Mittel immer in Anspruch nehmen. Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Die kriegen sowohl finanziell als auch administrativ voneinander. Da kann Nordrhein-Westfalen, ohne dass ich Schelte an Nordrhein-Westfalen üben will, steht mir überhaupt nicht zu, aber da kann es deutlich besser werden. Aber vor allen Dingen hat jetzt Frau Heinen-Esser über die Diskussion der Nutzung der GAP richtig was in der Hand. Kein Kleingeld mehr, richtig Geld. Und da können Sie ja auf dem Prozess der Willensbildung und der Erkenntnis begleiten. Das ist ja eine kluge Frau. Und wenn ich das noch hinterher schieben darf. Sie hat mit Dr. Bottermann jemanden, der sich in dem Bereich glänzend auskennt. Er ist nicht umsonst der Präsident der Bundesstiftung Umwelt gewesen. Nee, der Deutschen Bundesumweltstiftung, so, Deutsche DBU. Das ist ja nicht umsonst, das ist fachlich richtig gut. Also, das Land Nordrhein-Westfalen hat jetzt viele Möglichkeiten, muss es dann aber auch wahrnehmen. Aber ich glaube, das ist der Punkt, es muss es wahrnehmen. Wir blicken ja jetzt schon auf 4 Jahre oder 3,5 Jahre Landesregierung zurück. Also wir sind im letzten Jahr mit Herrn Lehmkühler und seinen Leuten ja gemeinsam bei Frau Heinen-Esser gewesen und haben ihnen die Probleme, die wir im Vertragsnaturschutz hier in der Hellwegbörde haben und die Wünsche, die wir haben, gemeinschaftlich vorgetragen. Naturschutz und Landwirtschaftsverband, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Ja, nicht mehr so, also, aber. Ja, Gott sei Dank ist das nicht mehr so ungewöhnlich. Nur, ich will nicht sagen, dass nichts passiert, aber es gibt einen entscheidenden Punkt, auf den wir tatsächlich eine frustrierende Antwort bekommen haben. Wir haben gesagt, überleg doch mal, ob man die Vertragsnaturschutzangebote hier bei uns in diesen Gunstregionen, Hellwigbörde oben am Haarstrang anders, ob man sie nach Ertragsklassen orientieren kann. Das heißt, wer auf seinem Acker mehr verdient,
braucht auch mehr Aufwandsentschädigung, um sich einzulassen? Ja, die Antwort war, auch wenn Bayern es macht, vielleicht noch ein anderes Bundesland, das weiß ich nicht, Bayern macht es jedenfalls, das ist uns zu viel Verwaltungsaufwand. Ja, klar ist es Verwaltungsaufwand, aber ich sage mal ganz deutlich dazu, der Naturschutz ist, wie viele andere in ihren Bereichen, auch verliebt in den Erfolg. Und es zählt hinterher nicht, oh, wir haben ein Problem und das geht aber nicht und sonst was. Da kriege ich die Krise. Und ich sage mal, der Naturschutz ist inzwischen in weiten Bereichen frustriert angesichts der Randbedingungen, die wir da ständig erleben. Das wollen wir nicht mehr. Und um ein bisschen politisch zu werden, Frau Hein-Esser, vielleicht auch Herr Bottermann, weiß ich nicht, wären bestimmt bereit, manches zu organisieren. Wahrscheinlich liegt der Pfeffer begraben in der Landtagsfraktion. Mein Verdacht. Also nochmal, das ist frustrierend. Und deshalb muss der Naturschutz manchmal auch aufpassen, dass er aus Frustration nicht vielleicht auch einen Konflikt schürt oder sonst was. Völlig klar. Aber ich will nochmal so ein bisschen im Moment die Stimmung im Naturschutz auch deutlich machen. Wir stehen wirklich an einem Punkt, wo wir auch erwarten können, dass in der Politik, und zwar über die Parteien hinweg, über die meisten Parteien hinweg, tatsächlich mal kapiert wird, worum es jetzt geht und dass man nicht mit brosamen und mit irgendwie grotesk niedrigen Haushalten weiter durchsegeln kann. Vielleicht das etwas emotional mal ein Statement. Nein, völlig in Ordnung, aber dann lassen Sie mich auch pointiert antworten, also wenn wir schon so weit sind. Ich habe es eben versucht zu erklären, wo wir politisch stehen. Wenn dieses Land eine Veränderung in Ihrem Sinne will, und ich sehe ganz, ganz viele junge Menschen, die das wollen, dann wird man die eine Zeit lang aus der politischen Verantwortung nehmen müssen, die immer noch meinen, dass Natur etwas mit Markt zu tun hat und dass sich die Natur dem Markt zu beugen hat. Dann muss man die Kolleginnen und Kollegen, die alle liebenswert, nett und sympathisch sind, aber die diese Grundeinstellung haben, Natur und Markt seien immer versöhnbar. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Natur hat seinen Preis. Und dann muss ich willens sein, diesen Preis zu entrichten. Und dann bin ich an der Stelle mit der völlig liberalisierten Marktwirtschaft am Ende. Und das muss ich akzeptieren. Und wir merken ja gerade, dass ein Mainstream unterwegs ist, der sich jetzt übrigens auch politisch dokumentiert, dass das Land an der Stelle tatsächlich nach Veränderung schreit. Und die Veränderung wird kommen. Sie wird mächtig kommen, so oder so. Ich kann Ihnen das für meine eigene Fraktion sagen, wir sind da, wir betreiben das auch. Jetzt könnte ich sagen, scheiße, dass wir nicht genügend vorkommen. Finde ich auch scheiße, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, weil wir uns wirklich viel, viel Mühe geben. Aber die Veränderung kommt. Und das ist auch gut so. Nochmal, Natur ist nicht mit Markt zu erkaufen. Dann sind wir an dem Punkt, wo es vorhin ja bei der Frage, wer treibt es denn eigentlich, Staat oder die Menschen, die da ein Interesse dran entwickelt haben. Ich glaube, die Triebkräfte stecken in dem Bündnis von beiden. Weil Staat alleine kann nicht, er braucht die Menschen, die es mit vorantreiben, die dahinter stehen und sagen, wir teilen diese Ziele. Und wir sehen ja immer mehr, der Dukas hat beschrieben, Frau Beckers auch und der Lehmkühl hat es auch beschrieben, dass die Einsichten da rein und dass die Bündnisse, die daraus entstehen, anfangen auch immer breiter zu werden und immer mehr zu haben. Und wenn sie natürlich die Entsprechung in dem finden, was den Staat da tut, dann geht es natürlich jetzt zum Beispiel auf einer landespolitischen Ebene darum, bei der zielgerichteten Verausgabung von den Geldern, die der Rainer Spion gerade beschrieben hat, aber auf die Zielrichtung Einfluss zu nehmen. Und da müssen dann diejenigen, die da die Interessen entwickelt haben, die da Vorstellungen entwickelt haben, aber auch gemeinsam laut und deutlich formulieren, damit man das nicht irgendjemandem überlässt. Und ich weiß, was am Ende dabei rauskommt. Das ist natürlich letztendlich die Aufforderung zum politischen Handeln. Sich hinsetzen, darüber nachdenken, aufschreiben, gemeinsame Interessen formulieren und sagen, in diese Richtung muss das gehen.
Und dann dreht sich das bei mir wieder, dann bin ich wieder bei der Frage des Runden Tisches, wo diejenigen zusammenkommen, die da Beteiligte sind und die dem auch einen Ausdruck geben können. Sonst funktioniert es nicht. Von alleine funktioniert es nicht. Ich sehe den Rainer, wie er zuckt. Ja, Wolfgang, weil die runden Tische sind ja immer eine schicke Sache. Aber jetzt gehe ich mal von den Grundbedingungen aus. Also, der Kreis Soest hat Haus Düsse. Und da muss man über viele Bundesländer gucken, bis man eine derartige Versuchseinrichtung hat. Ich bin da gewesen, die sind klasse. Nun, da muss ich aber auch die Frage stellen, ist das, was die dort an Erkenntnisgewinn haben, zum Beispiel bei moderner Rinderhaltung, wie sieht ein moderner Schweinestall aus, findet das Einklang in die Landespolitik? Die Antwort kann ich geben. Viele gute wissenschaftliche Erkenntnisse, die Neigung, die Erkenntnisse zu übernehmen, hält sich in Grenzen. Wir haben extrem gute wissenschaftliche Einrichtungen auch in Nordrhein-Westfalen, die Erkenntnisse liefern. Dann muss es jemanden geben, der diese Erkenntnisse übernimmt. Und was die runden Tische angeht, alle Verbände, und da unterscheidet sich Düsseldorf nicht von Berlin, und Düsseldorf ist wirklich ein großer Player, haben die Möglichkeit, in den jeweiligen Ministerien sich hören zu lassen. Was ich viel spannender fände als so ein formaler runder Tisch, ist, dass der Austausch zwischen Landwirtschaft und der sich verändernden oder schon längst veränderten jungen Generation, dass der anders stattfindet. Und im Moment habe ich das Gefühl, er findet wenig statt. Also ich sehe gute Beispiele bei der Landjugend. Die Frau Muß macht das gnadenlos gut. Gnadenlos gut. Die hat interessanterweise auch guten Kontakt zur Jugend des BUND. Da findet das statt. Und das muss bis auf die Kreisebene. Wir haben früher mal in den Kreisen extrem gute Landjugend gehabt. Ich war doch selbst in der Landjugend, war eine tolle Zeit. Tollsten Sachen gemacht. So, und da sind spannende junge Menschen gewesen. Die kamen doch gar nicht alle vom Hof. Ich kam aus der Tischlerei. Was weiß ich, wo wir alle herkamen. Aber es waren wunderschöne Abende und wir haben auch politischen Diskurs geführt. Und das vermisse ich jetzt so ein bisschen. Also auch, dass Einrichtungen wie die Landjugend wieder Mitte der Gesellschaft werden und auch den streitbaren Diskurs suchen. Den streitbaren Diskurs. Aber da muss man sich darauf einstellen, das ist ein schwerer Weg, der kann emotional extrem belastend sein, weil man sich dann mit harter Kritik auseinandersetzen muss. Ich stelle mir gerade eine Landjugendbewegung vor, die sich mit einem Hardcore-Veganer auseinandersetzt. Das ist eine spannende Diskussion, aber der muss man sich dann stellen. Also wir haben da auch viel Mitte der Gesellschaft verloren, leider. Ja, das kann man noch in aller Breite also weiter beschreiben, weil ja, die Landjugend bin ich auch mit drin groß geworden in den Jungs. Aber das ist jetzt 40 bis 45 Jahre her oder 50 Jahre her. Eine Menge Zeit drüber vergangen. Ja. Leute finden das Ganze irgendwo im Internet oder so statt. Ja. Aber das Live-Erlebnis gehört letztendlich mit dazu, gerade wenn man solche Dialoge führen will. Wir können das hier so tun. Aber wenn es um diese Frage von Bündnissen geht, wie organisiert man das dann? Dann muss das auch, sag mal, live an den Orten passieren, wo die Menschen sich bewegen. Das kann man nicht nur virtuell machen. Bin ich zumindest fest von überzeugt, dass es virtuell alleine nicht geht. Weil auch diejenigen, die entscheiden, die brauchen nämlich auch die Gegenüberstellung in persönlicher Form. Weil dazu gehört mehr als ein Bildschirm, sondern da gehört Riechen, Schmecken, Fühlen, gehört alles mit dazu, auch gerade wenn es um politische Entscheidungen geht. Ja, gehört mit dazu. Aber gut. Herr Helmich, kann ich kurz ergänzen? Also die Beschreibung, dass in diesem Falle die Landjugend sich heutzutage schwer tut, auf andere Gruppen zuzugehen. Das ist ein, glaube ich, ein generelles gesellschaftliches Problem heutzutage.
vielleicht auch wegen dieser Handy-Generation, ist es doch viel einfacher, sich mit Leuten zu unterhalten, die die gleiche Meinung haben. Es ist auch viel einfacher, sich auch nur zu informieren in die Richtung, die einem sowieso gerade in Kram passt. Und von daher ist das, glaube ich, ein gesellschaftliches Problem generell, dass diejenigen, die eine bestimmte Meinung haben, immer untereinander bleiben und gar nicht offen auf andere Meinungen zugehen. Am Beispiel der Landjugend kann man das sehen, genau richtig, aber das trifft alle anderen auch. Und das erlebe ich immer wieder. Es ist ja sogar über diese Möglichkeiten, Informationen zu streuen im Internet, sogar absichtlich so, dass man immer genau die Informationen den Gruppierungen zuschickt, wo diese Informationen auch gut zu passen und gar nicht die Kontra-Meinung da breitritt. Und das ist ein Nachteil dieser Facebook-Geschichten, die heutzutage ablaufen. Die Meinungsbreite wird nicht mehr so verteilt, wie das früher war. Wolfgang, darf ich gerade mal etwas erklärend dazu sagen? Ja. Ich habe das... Aber unser Auftrag auch als politische Parteien oder als Abgeordnete oder andere, den Raum zu öffnen und zu schaffen, in dem diese unterschiedlichen Meinungen wieder aufeinandertreffen. Mhm. Das halte ich eher vom politischen Gestaltungsauftrag als eine Beschreibung von Situationen. Da müssen wir uns auch wieder reinstürzen, wenn wir wollen, dass die Menschen sich an Politik interessieren. Mhm. Also müssen wir da, so wie heute Abend, sage ich mal, auch eine Runde, wo man durchaus unterschiedliche Positionen zueinander bringt. Wir müssen die Plattform dafür schaffen, damit genau das auch wieder passiert, unterschiedliche Meinungen und Positionen dann zusammenzubringen und daraus wieder einen Dialog zu organisieren und eine Diskussion zu organisieren. Wolfgang, lass mich vielleicht abschließend was sagen, weil ich auch gleich weiter muss. Also erstens, ich habe die Frau Moos bewusst erwähnt, weil die es einfach toll macht. Und das ist auch ein Beispiel, wie junge Generationen einen Prozess beginnen zu steuern. Finde ich total toll. Tolles Beispiel einer tollen Jugendorganisation. Das Zweite, ich habe uns drei älteren Herren jetzt gerade zugehört. Wir wollen bitte nicht den Eindruck vermitteln, früher war das besser, war es nicht. Es war anders. Und im Großen und Ganzen ist es heute deutlich besser. Das möchte ich auch noch loswerden. Ich glaube, wir haben im landwirtschaftlichen Sektor durchaus Diskussionsbedarf, aber ich glaube, ich habe aufgezeigt, dass es Lösungsmöglichkeiten gibt. Da muss man den Mut haben, diesen Weg zu gehen. Aber da muss man auch den Mut haben, zu sagen, ja, ich nehme den Staat als Helfer, Helferin wahr. Ich habe nichts dagegen. Die Automobilindustrie hat ja auch kein Problem damit, ihre Produkte da marktschärfend unterstützt zu bekommen. Aber es geht eben bei dem E-Auto um ein Produkt, das gesellschaftlichen Mehrwert hat. Deswegen gibt es auch keinen Stress. Es gibt keinen Stress. So, und da müssen wir die Landwirtschaft auch hinbringen, dass sie deutlich machen kann, sie erzeugt mit ihren Produkten gesellschaftlichen Mehrwert. Aber da müssen wir eben die Produkte, wie wir sie haben wollen, in der Nachfrage auch definieren. Das können wir auch. Und ich glaube, dann können wir einen guten Weg gehen. Und hoffen, dass am Ende auch die Insekten davon profitieren. Werden sie. Ja, nicht nur die. Okay. Ja, viele andere auch. Also klar, ohne das jetzt nochmal beschreiben zu wollen, aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr sollte man diese 100, glaube ich, an dieser Stelle beenden. Wir sind 2 Stunden beieinander. Ich sage erstmal allen herzlichen Dank. Es hat sich sehr spannend entwickelt, nämlich zu sprechen miteinander. Und so zu sprechen miteinander, dass jeder auch das sagt, was er dabei denkt und wie er damit umgeht. Auch im Sinne, wenn man der allerletzten Sätze von zu der Frage, wie bringt man denn etwas zusammen, indem man ein Gespräch miteinander führt. Wir sind nicht noch nicht bei dem Punkt, den Strich untergezogen zu haben. Was bedeutet das denn jetzt praktisch? Ich glaube, da müssen wir zwar beiden vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, wie man das auch aus einer politischen Sicht heraus denn dann noch fortsetzt.
weil nichts mag ich weniger, als einfach etwas dann im Raum stehen zu lassen, nachdem man schön mal drüber gesprochen zu haben. Und die Tage treffen uns, wenn es dann mal wieder geht, auf irgendeinem Marktplatz und trinken Kaffee oder irgendwas anderes miteinander und sagen, war schön gewesen. Das wäre mir ein bisschen zu wenig, weil es gibt doch die Ebenen, wo gehandelt werden muss, wo wir auf unterschiedlichen Ebenen zu handeln haben, damit das nicht selber anstehen hat. Aber ich denke, da werden wir zwei beiden vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie man da den weiter auch dann stricken kann und im Dialog und im Gespräch zu bleiben, das ja kontinuierlich zu machen, was bisher Konsequenzen haben, ne? Auf ganz egal auf welcher Ebene, aber daran arbeiten. Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Frau Beckers und auch der Malis, Herrn Brücke, Herr Nebenkühler und auch hier Rainer Spiering für diese Runde heute Abend. Ich glaube, die Fahrt hat in der Tat davon geprägt, gemeinsam ein Problem anzupacken und lösen zu wollen und aus der Konfrontationsstellung raus in Richtung, lass es uns gemeinsam anpacken, wir müssen die Interessen, die Positionen zusammenbringen, weil das dann, weil wir alle Beteiligten dabei brauchen. Also ich sage vielen Dank. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle noch einen schönen Abend. Und wie heißt das bei uns so schön? Ja, bis die Tage, nicht? Tschüss, schönen Abend noch. Herzlichen Dank. Ciao. Ja, tschüss. Tschüss. Bis dann.